Zart und bitter. Zart und bitter. Stopp, stopp, du hast, man hat gehört, wie du so gemacht hast. Ist das nicht auch cool? Nee, das ist scheiße. Nochmal neu. Unser Intro muss rein. Clean. Okay, ich will das okay. Clean. Ja, dann bitte. Also. Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter. Hallöchen, willkommen zurück bei Zart und Bitter. Der Talk heute vor allen Dingen auch ein bisschen entspannter, nicht so aufgedreht wie sonst. Einfach mal einen Ticken eine Stufe runter, drunter angesetzt. Der Talk, der locker flockig hier, schön entspannte Vibration. Der Herzschlag darf heute mal richtig schön tief in die Hose rutschen. Ganz tief, ganz tief. Wir sind nämlich heute locker flockig unterwegs. Smooth, easy peasy. Und mit bei mir im Studio ist natürlich der Mann, der immer da ist, um mich wieder runterzuholen. Von meinen Höhen. Das klingt so ekelhaft, Stefan. Ehrlich? Der Mann, der da ist, um dir einen runterzuholen. Das ist widerlich. Ich habe gesagt, der mich runterholt. Ja, klar. Ja, es hat aber komisch geklungen. Okay, alles klar. Sollen wir nochmal neu machen? Nee. Okay. Sowas kann man nicht nochmal neu machen. Nein. Also auch von meiner Seite, hallo. Hallo. Stefan und Micha, Z und B. Z und B. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack ist mal wieder da und haut mal wieder einen raus. Du hast es gesagt, wir wollen mal so ein aber bisschen. Aber jetzt Nachgeschmack und so, jetzt bist du runterholen, Nachgeschmack. Und unsere Sendung nennt sich Zart und Bitter, die Sendung mit dem guten Nachgeschmack. Was ist denn da jetzt? Ach so, ehrlich? Wusste ich gar nicht. Hier an mit runterholen und so. Nein. Also, wir haben es jetzt geschafft, direkt schon wieder so zotig zu werden. Also ich hatte eben auch gesagt, ich muss das Licht ein bisschen gedimmt haben. Ich sitze jetzt auch. Und ja, eigentlich ist mir heute die Laune so nach gedecktem Kaffeetisch und einfach nur so ein bisschen. Ja. Einfach, genau. Ja, einfach so ein Kaffeekränzchen. Zu zweit. Ja. Das wäre schön. Und ruhig. Wir wollen heute einfach mal ein bisschen ruhiger sein, ganz entspannt. Heute kann man mal richtig abschalten bei uns. Ich habe auch Soft-Metal-Songs dabei, deswegen. Oh, cool. Die passen auch, glaube ich, zum. Ja, geil. Du hast extra die soften Songs geholt, ne? Die ganz ruhigen Metal-Songs. Ethno-Metal habe ich dabei, kommt im Laufe der Sendung und ich freue mich schon, das anzumoderieren. Kann man sogar bei einschlafen, oder? Gibt bestimmt welche. Bist du schon mal bei einem Metal-Song eingeschlafen? Geht das? Geht das überhaupt? Das kann schon sein. Ja, sowas kann passieren. Okay, ich habe was mitgebracht. Ein kleines Themelchen. Themelchen? Was? Ein Themelchen. Ja, warum? Ich weiß nicht. Was ist das für ein Wort? Das passt zum Kaffeekranz. Klingt so ein bisschen wie Gebäck. Themelchen. Oder wie? Thema. Ah ja, okay. Wir haben schon harte Themen. Wir haben harte Themen. Weil wir weichen es jetzt nicht auf, nur weil wir in der gedeckten Stimmung sind. Und Themen sind knallhart. Unsere Themen sind mal hart, mal weniger hart, mal einfach nur dahingerotzt, mal irgendwelche Gedanken, die wir analysieren. Ja, du hast recht, weil das, was ich hier mitgebracht habe, ich habe hier vier Sachen mir aufgeschrieben, das hat wirklich überhaupt gar kein Fundament, was ich hier dabei habe. Okay, ich habe mich richtig vorbereitet, denn heute ist es mal wirklich ein bisschen, also das Ganze hat ein bisschen Substanz und Fundament, würde ich fast sagen, weil ich war in, hast du gehört, war ein Polizeiwagen? Ja, ja, nee, Rettungswagen, ne? Ja, ich habe es auch gehört. Ja. Und ich habe gesagt, dass ich Themen mit wenig Fundament und Substanz habe und du hast aber genau das Gegenteil, du hast was richtig. Ja, eigentlich schon. Ja, ich habe richtig. Stinke ich ja total ab gegen richtig, dich, ne? Ja, warum denn? Es ist kein Wettbewerb. Ist ja kein Wettbewerb. Nein. Wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen. Genau. Und entweder wir gehen zusammen unter oder ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung. Wenn unser Talk, wenn das ein Segelschiff wäre. Ja. Kannst du das mal kurz beschreiben? Es kann ja nicht angehen, dass du irgendwie vorne am Bug stehst und ich hinten am Heck und dann ich überlebe, weil das Schiff irgendwie hinten weiterfährt. Aber unser Segelschiff geht ja zusammen unter. Wäre schon so ein bisschen ranzig, ne? Wäre schon so ein bisschen. Wenn wir ein Segelschiff hätten, dann wären wir, ich würde mal sagen, so der Zweimaster unter den. Och.
Der Zweimaster. Gar nicht mal so schlecht. Stattlicher, ne? Zweimaster. Ja, gibt doch Ruderboote. Ja, auf jeden Fall. Aber schon so ein bisschen der Holzwurm drin. Ja, aber erzähl mal von deinem Thema, also, wenn das so viel Bestand und Substanz hat. Genau, es ist ein Thema, das mir untergekommen ist, weil ich auf einer Veranstaltung war und zufälligerweise einen Typen kennengelernt habe, der heißt Conny Runner. Wer? Und wie? Einen Typen kennengelernt habe, der heißt Conny Runner. Ja. Conny Runner heißt er. Das ist sein Name, so nennt er sich, und der kommt aus Berlin und der macht so Aktions... Ist er nicht bei Goodbye Germany? Nein, das ist ein Aktionskünstler. Entschuldigung, ich wollte das jetzt nicht untergraben. Nein, tust du auch gar nicht. Das ist aber hier dieser Auswanderer, der mit dem Cowboy-Hut. Ist er nicht so? Ist der auch Conny Runner oder was? Conny Reimann, glaube ich. Ach nein, der heißt Conny Runner und ich weiß nicht, es ist, glaube ich, auch eher sein Künstlername. Ich glaube, der hat wahrscheinlich einen anderen Namen. Ja. Und der ist so Aktionskünstler. Und ich habe mir mal angeguckt, was der macht und mich auch mit dem unterhalten und ich habe den auch interviewt. Und ich habe auch Interviewtöne von dem dabei. Wieso hast du den interviewt? Weil ich mein Mikrofon dabei hatte. Und ich für unseren Talk interviewt quasi, ne? Genau, ich habe den für unseren Talk interviewt. Ich finde das super, ich will das mal thematisieren und darüber mal erzählen in unserem Talk. Und das ist so eine Aktionskunstgruppe, ich würde mal sagen, die so eine Guerilla-Kunst machen. Die Hacken. Guerilla. Ich habe Gorilla gesagt. Ne? Guerilla hast du gesagt. Ja, Guerilla, okay. Ja. Die machen so eine Guerilla-Kunst. So heißt, Street Art oder was? Nein, das sind so eine Gruppe von Leuten, die denken sich immer irgendwas aus. Also die gucken sich erstmal Missstände in der Gesellschaft an. Ja, zum Beispiel, die decken irgendwas, wo die sagen, ey, das geht gar nicht, da müssen wir was tun. Und dann überlegen sie sich irgendeine geile Aktion und hacken sich dann irgendwo ein und gehen dann so guerillamäßig irgendwo auf Veranstaltungen oder sowas, geben sich als andere Leute aus und sorgen dann für einen totalen Eklat. Ja? Mhm. Beispiel, du kennst die auch. Ja? Ja, kennst du auch. Also die heißen Peng, hast du schon mal gehört? Nein. Nee, ne? Okay. Den Namen kennst du? Ist das eine Abkürzung? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Die heißen einfach Peng. Okay. Und zum Beispiel, was die gemacht haben, ist, weißt du noch, es wurde mal vor 2 Jahren oder sowas, gab es irgendwie so eine Sitzung von der AfD, da war auch die, wie heißt die nochmal? Frauke Petri? Nee. Alice Weidel? Nee. Eine Frau oder ein Mann? Mann, eine Frau. Höcke? Nein, ach so, eine Frau. Storch von Storch. Genau, ja. Beatrix von Storch. Und die, Beatrix von Sport. Eine Frau, Höcke. Ja. Okay. Nee, und Beatrix von Storch hat dann so eine Torte ins Gesicht bekommen. Weißt du das noch? Die wurde nochmal. Weiß nicht. Die hatte mal so eine Torte ins Gesicht bekommen. Ich weiß es nicht. Und das war so ein Riesenskandal und dann hat die Leute auch noch angeklagt und so. Und das waren diese Künstler, die haben sich halt gesagt: Okay, die AfD, die hat irgendwann so eine Grenze für die überschritten, wo die gesagt haben: Das geht nicht mehr, wenn man sagt, wir schießen auf Leute an Grenzen, die hier reinkommen. Das ist einfach so eine Grenze überschritten, wo wir was tun müssen. Und dann haben die den sogenannten totalen Krieg ausgerufen. Und der totale Krieg bestand darin, dass so ein Typ, das war glaube ich ihr Geburtstag, dann da reingegangen ist und hat so ein Geburtstagsständchen gesungen, ist da reingegangen, hat ihr die Torte ins Gesicht gehauen und diese Bilder gingen dann halt komplett durch Deutschland. Hm. Und diese Bilder, die sind so wirksam und sowas kreieren die halt die ganze Zeit. Ja, und ja, aber das ist ja schon... Ja, das ist total grenzwertig. Die sind auch ständig, die haben auch ständig Riesenprobleme. Ja, weil es ist ja so. Wir reden ja auch darüber, dass Politiker, Kommunalpolitiker oder auch andere Politiker, es gab ja auch diesen Mord an dem Lübcke, ne? Das war ein CDU-Politiker. Ja. Und also Personen, die ein öffentliches Amt bekleiden, dass die belästigt, angegriffen und so weiter werden. Im Prinzip darf man das weder auf dem einen noch auf dem anderen Spektrum, dass die AfD jetzt eine Reizpartei ist und die das quasi auch wollen. Die wollen das ja eigentlich. Ich glaube, im Endeffekt hat das der AfD eher genützt, so eine Aktion. So von wegen, hier, guckt mal, wir werden angegriffen, wir werden in unserer Arbeit behindert. Es gibt, ne? Ja, es gab ja alles Mögliche schon. Es gab Farbbeutel auf den Joschka Fischer, daran kann ich mich noch gut erinnern. Das war, da ging es, glaube ich, war es Kosovo-Krieg? Ne? Und das berühmte Ei auf Kohl, weißt du das noch? Ja, der wurde mit Eiern beworfen. Und der ist voll draufgegangen. Und der ist voll aus, genau, der ist dann hin und hat hinterher gekloppt. Ne? Ja. Das war, ich glaube, es war in Leipzig. Helmut Kohl, Mann, den gibt's gar nicht mehr. Nee, der ist tot. Mein Vater hat den mal in der Sauna getroffen. In Bonn in der Sauna, oder? Nee, wo? In der Pfalz vor 30 Jahren oder so. Saß in der Sauna und meinte, plötzlich kam einer rein und es verdunkelte sich der Raum.
Ja, warum? Ja, weil da so ein Riesentyp reinkam. Der muss unfassbar groß gewesen sein. Ja, klar. Ein Riesentyp. Du kannst dich doch noch gut an den erinnern. Stand nackt vor meinem Vater. Ja, ich glaube, da konnte man aber nichts sehen, außer Bauch, oder? Der war damals noch sehr schlank. Das war, naja, sehr schlank war der nie. Ja, aber er war auf jeden Fall... Vor 30 Jahren war der nicht sehr schlank. Er war auf jeden Fall schlanker. Hat er einen Aufguss gemacht? Weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt. Ist vielleicht, werde ich nochmal nachrecherchieren, ja, und dann in der nächsten mal. Sendung thematisieren, genau. Auf jeden Fall. Also, und es ist schon ziemlich geil, also diese Aktionen, die bringen, oder ich erzähle ja gleich noch ein paar andere Beispiele, die richtig geil interessant sind. Und ich habe mal gefragt, so, wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr denn Stress und so? Und hier mal so ein Tönchen von ihm, ne, von wegen, wenn die mal juristisch auch stressen, weil das ist ja immer so ein haarscharf an der Grenze. Das kann ja auch eine Art Körperverletzung sein, Beleidigung, was sie da alles begehen. Wir werden mittlerweile keine Aktion mehr machen, ohne das vorher juristisch durchzudeklinieren. Wir haben drei tolle Anwältinnen, die uns verteidigen. Das sind Profi-Anwältinnen auf höchstem Niveau, die auf dem Europäischen Menschengerichtshof die Kunstfreiheit sich wirklich sehr gut auskennen, und da fühlen wir uns sehr wohl aufgehoben. Also das heißt, wir gehen nach vorne und sagen, kommt doch, wir haben eine Armee von Anwältinnen. Alles Frauen übrigens. Also, das heißt, die planen dann so Aktionen, ne? Und die sind super grenzwertig und haben halt ihre Anwälte, die dafür versorgen. Und das Ganze sind Künstler. Und die machen das natürlich alles unter dem Mantel oder unter dem Schutz der Kunstfreiheit. Steht ja im Grundgesetz, du kannst sagen, ich mache eine Kunstaktion und kannst unheimlich krasse Sachen machen. Ne? Aber das kam doch bestimmt erst nach dieser Tortenaktion, weil jemanden auf einer öffentlichen Veranstaltung eine Torte ins Gesicht zu hauen, das müsste eigentlich Nötigung, Beleidigung, vielleicht sogar schon Körperverletzung ne? Eigentlich eher. Weil ja. Das haben bestimmt, gab es da nach ein Nachspiel, und die haben sich dann juristische Unterstützung geholt, um ihre zukünftigen Aktionen irgendwie im Vorfeld zu klären. Nee, war ein bisschen anders. Die allererste Aktion war eine sehr geile Aktion, die sogenannte Astro-Hack-Aktion. Kennst du wahrscheinlich, wenn ich es jetzt sage, habe ich dir schon mal von erzählt? Astro-TV wurde gehackt. Astro TV, kennst du ja. Astro. Ja, ja, natürlich, haben wir schon in der Sendung drüber gesprochen. Genau, Astro TV, und da wollte ich auch heute noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Warte mal ganz kurz, ich muss noch mal ein Mikro richten, das wird jetzt knarzen. Ja. Geil. Ja. Astro TV ist... Was haben die da gehackt? Pass auf, das ist ja, du kennst die Astro-TV-Sendung. Ja klar, das ist, kannst du anrufen und dir die Zukunft zeigen, genau, sagen lassen, so oder Karten, im Shop was bestellen. Genau, dann rufen dann so Leute an und sagen so, ja, hören Sie mal, können Sie mir sagen, ob mein Mann meinem Sohn was vererben will oder so. Und dann sitzt da so ein Hansel, der legt so Karten aus und sagt dann so, ja, ich glaube, es könnte passieren. Und dafür zahlen die dann irgendwie 50 Cent pro Minute. Ja. Und da fahren die Höllenknete. Das ist ein krasses Geschäftsmodell. Da sitzt so eine ganze Firma hinter, die richtig Fettasche machen. Die machen das auch noch auf allen möglichen anderen Kanälen. Astro TV ist nur ein. Ich glaube, ich weiß, wer da auch der Besitzer ist oder so. Der war schon oft auch vor Gericht. Der Kalkofer hat den oft schon verarscht. So ein ganz schmieriger. Kann sein. Ich glaube, der macht auch selber so Guru-Scheiß in seiner Sendung. Der ist auch so ein Hellseher oder Engel-Kontakter und so eine Scheiße gibt es ja auch. Da reden die mit Engeln und sowas. Ja. Und ich habe mir das mal angeguckt, da gibt es ein sogenanntes Aura-Spray. Das ist das Urwasser des Leben Gottes. Ja, und das kostet 90 Euro. Und das Besondere daran ist, weil das so teuer ist, Gott war bei der Abfüllung der Flasche selbst persönlich anwesend. Deshalb ist es so teuer. Also der Gott, oder wie? Gott. Ja. Also, der liebe Gott. Der war da. Ja, und der war persönlich anwesend bei Abfüllung der Flasche mit diesem sogenannten Urwasser des Lebens. Aber im Prinzip ist er ja immer anwesend, auch wenn ich mir die Zähne putze. Ja, aber da war er besonders anwesend. Keine Ahnung. Micha, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht über... Die haben den exklusiv unter Vertrag. Kann sein. Wahrscheinlich. Deshalb 90 Euro und also absoluter esoterischer Mega-Bullshit. Und es gibt auch einen sogenannten, das habe ich mir auch nochmal hier notiert, weil ich fand es einfach so abgefahren. Es gibt einen sogenannten Werkzeugkasten, einen esoterischen Werkzeugkasten, einen sogenannten energetischen Werkzeugkasten für 99,80 Euro statt 146,80 Euro. Und da sind dann so... Ja, das ist ja schon eine Aktion mit in Begriffen. Ist ja eine Preisreduzierung. Ist ja schon Aktionspreis. Das ist ja auch, ja klar, schon der Aktionspreis. Die jetzt nicht wird schlecht. Genau, also Sonderangebot. Und da sind dann so Sachen drin wie irgendwie so eine
so eine Stimmgabel oder sowas, wo du dann irgendwie so antickst und dann kannst du so die Schwingung in deinen Körper irgendwie mit den Engeln und so zusammenbringen und sowas. Also total hammergeiler Bullshit. Christusweihe kann man da kaufen. Was kann man kaufen? Christusweihe. Was ist das? Das sind so auch so Wassertropfen, christlich geweiht. Energiestaub mit Kristallen, sowas kann man da holen. Und lauter solche Sachen und natürlich Karten lesen. So, der letzte Bullshit, wollte ich nur mal kurz darauf eingehen. Es gibt genügend Leute, die das brauchen, die das wollen. Die wollen einfach diese Beratung da auch kriegen. Und was die gemacht haben von Peng, die haben gesagt, okay, wir müssen einfach jetzt das mal anprangern, was da abgeht. Ja. Die haben dann so einen Astro-Clown eingeschmuggelt in die Sendung. Den haben die auch eingeladen. Der Clown hieß, der Name war auch geil, der Clown hieß Piotr Wasabi. Und das war geil. Und der war dann so, der hatte dann so eine, weißt du, so ein Plätzchen auf dem Kopf. So, was ist denn für ein Plätzchen? Ja, so eine, das sah aus wie so ein goldener Hut. Und war dann so, also es sah so richtig geil, trashig, scheiße aus. Ja. Aber einfach, ich meine, hab ich nicht mitbekommen. Wie willst du den Schrott da drin noch toppen, ne? Ja. Hast du das nicht mitbekommen? Nein. Das war die erste Aktion von denen 2016. Ging total krass durch die Medien. Ja. Und dann haben die diesen Clown eingeschmuggelt und der hat dann irgendwie mit so einem Gummihuhn in der Hand, hat er dann so ein Ei über dem Kopf vom Moderator zerschlagen und sein Chakra verteilt über dem Kopf, so das Karma-Chakra. Und der Moderator so, oh ja, interessant, ich spüre das schon und so, hat dann so voll mit, auch natürlich total mitgemacht und so. Dem bleibt nichts anderes übrig, ne? Ja, ich meine, Astro TV halt, ne? Ja. Und dann in der, es war eine Live-Sendung und die wurde natürlich aufgezeichnet von den Künstlern und dann im entscheidenden Moment hat der Clown gesagt, okay Leute, das ist der letzte Bullshit, was ich hier mache. Ja. Wir wollen, dass dieser Schwachsinnssender abgeschaltet wird, sofort, weil hier wird auf zynische Weise mit irgendwie mit den Wünschen und Hoffnungen der Menschen Geld verdient. So. Und dann ging das Ding viral wie sonst was. Und dann hat er das Studio verlassen wahrscheinlich oder er wurde irgendwie dann wurde das Ganze beendet, entfernt, die Sendung abgeschaltet, was auch immer, aber die Sendung war dann überall zu sehen auf YouTube und überall. Klar. Und die Typen haben direkt mit Anwälten Klageschriften, die mussten dann irgendwann das Video von YouTube entfernen. Mhm. Das haben sie geschafft, aber man konnte es noch auf ganz vielen anderen Kanälen sehen, aber ging tierisch rum und hat Astro TV doch schon einigermaßen geschadet. Also eine geile Aktion von Peng, würde ich sagen. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Also ziemlich geil. Aber ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Hast du es nicht eigentlich mitbekommen? Eigentlich kriege ich sowas mit. Die haben so geile Aktionen gemacht. Vielleicht war ich da gerade im Urlaub. Haben die noch gemacht? Was haben die noch gemacht? Ich habe mal gefragt, wie die auf so Ideen kommen. Habe ich mal Conny Runner gefragt. Hinter jeder Idee steckt meistens viel Forschung, aber eben auch viel Seele baumeln lassen und spielen und quatschen mit Freunden und nachdenken und forschen nochmal und so weiter. Alles nochmal dreimal rumdrehen und bis man irgendwann auf eine gute Idee kommt. Das ist genauso wie jede Ingenieurin oder jede gute Juristin kommt halt irgendwie durch Konzentration und regelmäßiges Produzieren auf die Ideen. Also das ist kollektive Arbeit und da ist jetzt kein Genie vom Himmel gefallen. Also, ich habe ja, wie gesagt, ein Gespräch mit dem mich unterhalten und war ganz interessant, was er so gesagt hat. Ich hatte auch noch eine kleine Sache, genau, zu AfD, totaler Krieg, hatte ich gerade drüber geredet. Da hat er mir auch noch mal was. Totaler Krieg, hat er mir auch noch was zu gesagt. Warte mal sehen, ich weiß gar nicht mehr genau, mal sehen, was er da gesagt hat. Ja, das halbe Stunde mit den Bossen der AfD in einem Raum zu sitzen, das war nicht so spaßig, ja. Achso, davon weiß ich gar nicht, erzähl mal. Ich habe Beatrix von Storch getortet und darauf. Ach, du warst das! Ich war das. Erzähl das mal! Naja, wir haben Beatrix von Storch getortet und den totalen Krieg ausgerufen gegen die AfD, weil die halt meinten, man sollte Menschen an der Grenze umbringen, wenn die versuchen, hier nach Europa zu kommen. Und das war eine klare Grenzüberschreitung. Da mussten wir mit Sahne reagieren, weil das eben ein Angebot ist, wie man mit der AfD umgehen kann, wie man mit denen Dialog treten kann. Und seitdem klebt die Torte an der AfD. Auf jeder Demonstration werden Torten geworfen. Es ist sozusagen zum Modus operandi geworden, um mit der AfD in Dialog zu treten. Es werden sogar Konditoreien abgesperrt auf AfD-Demos, weil die Polizei meint, man soll da keine Torten kaufen. Also das war insgesamt eine ganz schöne Geschichte.
Okay, hatte ich ja eigentlich schon erzählt. Mhm. Aber es ist schon krass, dass du den getroffen hast und dass der auch Bock hatte, mit dir darüber zu reden. Ja, gut, ich muss dazu sagen, ich war auch da, weil ich, sag mal, beruflich ein bisschen was da gesucht habe oder bin dann mit ihm in Kontakt gekommen, habe dann aber auch gesagt, ja, hätte Bock, irgendwie wäre es okay. Erzähl doch mal was. Und ich habe auch gefragt, ob wir das in unserem Talk thematisieren können. Ja. Meinte er, wäre in Ordnung, ja. Ja, warum nicht? Ich meine, vielleicht machen wir demnächst auch mal bei irgendwie so einer Aktion mit. Also ich sag mal, die Aktion, du brauchst tierisch, ich habe ihm auch gesagt, so, ey, hast du da nicht Schiss in der Butz, was der für Aktion bringt, ja? Also ich meine, der ist auch, also du musst erstmal so den Mut haben, irgendwo reinzugehen und dich auch so krass auszugeben, also zum Beispiel, die haben auch eine Aktion gemacht, wo ich echt dachte, boah, da brauchst du wirklich mal richtig Eier für. Die wollten ein Zeichen setzen, dass diese ganzen Energieunternehmen, die immer auf Braunkohle setzen und das nicht aufhören und statt auf erneuerbare Energien mehr schwenken, was ja viele Energieunternehmen nicht machen oder sich sehr schwer tun damit, wollte er das mal so ein bisschen, sag ich mal, forcieren, dass die sich mehr damit beschäftigen. Und hat dann einfach gesagt, okay, wir sind jetzt das Unternehmen Vattenfall. Und verkünden jetzt den Ausstieg aus der Braunkohle, okay? Ja. Und die haben dann irgendwie so eine Website kreiert, die total aussah wie Vattenfall. Die haben E-Mails rausgeschickt an alle Journalisten. Pressemitteilung gemacht, Pressekonferenzen einberufen, Briefköpfe produziert. Also da steckt dann auch so eine riesen, die haben Designer, die die Webseiten machen, die Briefköpfe produzieren. Dann haben die irgendwelche Namen erfunden, die sie sind. Und dann haben die eine Pressekonferenz einberufen. Dann haben die einen kompletten Raum ausgestaltet als Vattenfall-Pressekonferenz mit Bannern, mit Presseteams und haben sich dann ausgegeben als Geschäftsführer von Vattenfall, tralala. Und die Medien haben es nicht gerafft. Da sind hunderte Journalisten oder wahnsinnig. 10. Naja, also viele Journalisten hingegangen, also von Zeitungen und Radiosendern und was auch immer, sind da hingegangen und haben diese ganze Pressekonferenz einfach so geschluckt und gesagt, okay, Vattenfall verkündet jetzt den Ausstieg aus der Braunkohle, ist ja der Hammer, geil. Haben die überhaupt Braunkohle gemacht? Warte mal, Vattenfall. Ich glaube, nur ganz kurz, aber hier hört man, glaube ich, wie es gelaufen ist. Wir werden 100% Verantwortung für die Lausitz übernehmen, das heißt 100% erneuerbare Energien, 100%iger Ausstieg aus der Braunkohle. Also so. Das war der gleiche wieder, ne? Das ist meistens er, weil er kann sich auch ziemlich geil stylen, dass er so ein bisschen seriös aussieht. Das funktioniert hier nicht immer, ja. Also bei ihm kommt das echt geil rüber, der zieht sich dann so Jackets und Krawatte an und sieht total smart aus und kann sich auch ganz gut ausdrücken und total angstbefreit, ne? Steht dann wirklich vor versammelter Mannschaft und bringt das knallhart rüber und am Ende, wie wir, ne? Absoluter Profi. Ja. Und am Ende ist das Ganze natürlich aufgeflogen. Vattenfall hat gesagt, das sind wir gar nicht. Wir sind gar nicht diese Typen. Wer ist das? Und so. Ja, was wird dann was durch? Journalisten, ihr seid ausgestiegen aus der Braunkohle. Ja, genau. Kann man nicht mehr zurücknehmen. Und genau. Und da hat er mir dann auch einen Ton gegeben, was das Ganze bewirkt hat. Na, wir haben zumindest Vattenfall gezwungen, sich dazu zu positionieren. Also der Chef von Vattenfall wurde hinterher von Spiegel, FAZ, Süddeutsche, allen dazu befragt, warum das denn nicht eine erneuerbare Strategie wählt. Ja? Und das ist sozusagen, wir haben da ein großes Unternehmen gezwungen, sich zu positionieren. Das als kleine Gruppe aus Berlin, die eigentlich jetzt keine große NGO ist oder so. Das war ganz schön. Also war ein Riesenthema und hat die dann ziemlich so, na ich sag mal so, mit dem Rücken an die Wand gedrängt, dass die sich positionieren mussten. Ne? Peng, eine Aktionskünstlergruppe, die zum Nachdenken anregt und wachrüttelt. Absolut. Und um das abzuschließen, wollte ich dir noch einen richtig geilen Ton einbringen von Conny Runner, was der dazu sagt. Ja, natürlich. Also jetzt gerade hat auch Christian Lindner die Regierung angefragt, ob wir vom Verfassungsschutz überwacht werden. Er hat eine ausführliche Anfrage gestellt an die Regierung über Peng. Das ist der Satz, die FDP befragt die Regierung zu Peng, finde ich immer noch absurd, aber so ist es. Und ich habe selber schon 3 politische Hausdurchsuchungen gehabt und
haben regelmäßig natürlich mit der Justiz zu tun, weil wir eben in dem Gebiet arbeiten. Und wir versuchen zu schauen, wie kann man sich für soziale Gerechtigkeit so einsetzen, dass es Effekt hat. Und dabei muss man auch Grenzen überschreiten manchmal, klar. Tja, Micha, was sagst du dazu? Ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine Pause und brauchen einen Song, das Ganze zu verarbeiten. Ja, aber ich dachte, ich bringe mal hier so fundamental geiles Thema hier. Ja, war schon interessant. Ja. Ist schon gut, auch mal über den Tellerrand hinaus zu blicken und mal auch gucken, was andere so machen. Aber jetzt möchte ich gleich ein schönes History-Thema angehen. Okay. Was so ein bisschen befreiend wirkt. Darf ich wenigstens noch mal ganz zum Schluss eine Aktion von Peng bringen? Ja, du erzählst die ganze Zeit von Peng und von Aktionen. Ich will nicht zu viel von Peng reden. Langsam habe ich auch keinen Bock mehr auf Peng. Aber bitte, noch einmal Peng. Was willst du denn hören? Ich weiß es nicht. Ja, du hast doch was mitgebracht. Hä? Musst du doch entscheiden. Wie, ich habe was mitgebracht? Ja, du wolltest doch einen Song hören. Ach so, ich dachte, erst kommt der von dir. Nein! Ach so, soll mal mein Song spielen? Ja. Ehrlich? Ja. Okay, da muss ich aber noch was dazu sagen. Ja, bitte. Hauptsache, es ist nicht von Peng. Ich hab neulich. Oh Mann, ey. Ja, irgendwie. Peng, boom, bang. Du wirkst so genervt. Der neue Film. Ey, du wirkst so genervt. Das war ein geiles Thema, oder nicht? Ja, das Thema war gut, aber es reicht auch. Echt? Ja. Erzähl von dem Song. Der Song kennt jeder. Und zwar. Wirklich? Ja, ich finde das immer so geil. Jetzt hast du mich. Ja, hast du meine volle Aufmerksamkeit. Okay, ich habe neulich eine Elvis Presley-Dokumentation gesehen und dachte so, Mann, der Typ ist echt krass gewesen. Mhm. Der war ja so ein Megastar. Der und King. Der absolute King und kam aus der Mega-Armut. Das ist einfach so echt so das geile Beispiel für so einen Typen, der aus dem Nichts, so die Eltern hatten nichts, der totale Armut und dann ist der so mega bekannt und reich geworden. Und gut, ich will jetzt nicht über Elvis Presley reden. Doch! Echt? Ich mag Elvis und meine Aufmerksamkeitsspanne ist wieder ganz oben. Es gab so verschiedene Phasen in Elvis Presleys Leben. Also es ging los, da war der noch ziemlich unbekannt. Der hat halt immer so Mucke gemacht und hat auch in der Schule immer so schräge Klamotten getragen. Denn das war damals schon so ein bisschen, der wurde auch oft verarscht. Wie du so ein bisschen, oder? Was hast du so in der Schule für schräge Klamotten? Ja, ich hatte auch phasenweise echt peinliche Klamotten an, auf jeden Fall. So, so Hippie-Hosen mit, aber so krassig. Ja, habe ich so Lenny Kravitz kopiert, sah aber bei mir aus wie Gérard Depardieu mit Elefantenhose irgendwie. Also, weißt du, man denkt ja immer, man wäre irgendwie jemand anders, weil man seinen Artikel. Man kommt sich so richtig lässig vor. Man kauft irgendeinen Artikel nach von irgendeinem Model oder so einem Star. Und man selber sieht dann irgendwie völlig anders aus. Funktioniert meistens Funktioniert nicht, ne? Gar nicht. Man muss seinen eigenen Stil. Stefan hat einen auf Lenny Kravitz gemacht. Genau. Aber sah null aus wie Lenny Kravitz. Ich sah eigentlich eher aus wie, Gérard Depardieu. Steven Kravitz. Steven Kravitz. Aber Gérard Depardieu, der ist also dick, oder? Ja, aber ich hatte damals so lange Haare. In der Pubertät. So zottelige lange Haare. Kennst du das, wenn in der Pubertät erstmal deine Nase wächst? Und dann zieht so der Rest nach. Ja. Die armen Jungs. Die armen Jungs. Wirklich. Das ist krass. Ne? Und, ich glaube auch nur bei Jungs. Und so, der Adamsapfel wächst. Genau, Nase und Adamsapfel wachsen. Und dann werden so spitz beides. Da hast du schon so eine riesen Erwachsenennase und so ein kindliches Gesicht. Und das ist so eine Phase, da hatte ich dann noch so lange Haare und sah aus wie Gerard. Also ich sah nicht aus wie Gerard. Aber du fühltest dich so. Ich fühlte mich so wie Gerard. Und dazu dann so eine Pseudo-Lenny Kravitz-Butze. Das war einfach, es ging einfach gar nicht. Halt. Einfach dieser ganze Style. Hat man schon so ein bisschen gelitten. Ne? Wenn ich mir heute, und dazu eine Wildlederjacke. Aber ich war kein Alternativer, null. Ich dachte nur, es sah cool aus. Aber mit Alternative, ich war nicht Alternative, es war irgendwie so. Du hast gedacht, das gehört sich so. Ja, ich dachte irgendwie, es ist cool. Das passt zu dir. Ja, irgendwie, dann habe ich einen Jim Morrison-Film gesehen und dachte, ich brauche jetzt eine Wildlederjacke. Mit Fransen vielleicht? Nee, so schlimm war es nicht. Das wäre super gewesen. Nee. So eine hätte ich gern mal gehabt. Ehrlich? Wildlederjacke mit Fransen. Aber was ist jetzt mit Elvis? Ganz kurz an der Stelle. Stefan Raab war. Stimmt, sowas hat er getragen. Ja, war in der Parallelschule bei mir in der Straße. Ja. Nicht, dass ich mit dem Kontakt hatte, das will ich nicht behaupten. Aber er war damals ein paar Klassen höher und so. Und der rannte auch in so schrägen Klamotten rum. So Kuhhosen hatte der immer an. Ah, mit so Kuhfell. Das sah so aus wie Kuhhaut. Ja. War voll in. Ja, ihr habt doch beide so einen ähnlichen Werdegang danach eingeschlagen. No. Medienbranche, Erfolg. Ja, genau, aber der Unterschied, der eine war mega erfolgreich und der andere Krebs noch unten, schimmelt am Bodensatz, aber fühlt sich verdammt gut an. Okay, erzähl jetzt von Elvis.
Elvis, genau. Genau, der hatte so schräge Klamotten an, wurde von der Schule oft gehänselt. Und aber sein Vorteil war, er sah ja eigentlich ganz cool aus. Also die Frauen standen auf großartig ihn. Aus, ne? Genau. Und war aber so ein Hänfling. Also war sehr dünn und so. Ja, am Anfang war das noch relativ schwierig. Und der hatte dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, der hatte dann irgendwie so einen ersten Song aufgenommen in so einem Studio. Und das war eigentlich ein Song, den er nur für seine Mutter aufgenommen hat. Mhm. Und dieser Studiobesitzer, der hat den dann entdeckt. Und der meinte, ey, der war das dieser Colonel? Weiß ich nicht. Sein Manager war doch, der hieß Colonel sowieso. Nee, der kam dann, dem kam er später und das war so ein Mega-Arschloch. Die haben sich schon verstanden. Ja, aber der war voll auf Profit und der hat auch immer verboten, dass Elvis, der hat dann irgendwann verboten, dass irgendwer mit Elvis singen durfte oder so. Ne? Aber ich glaube, die haben sich, hatten schon eine freundschaftliche Beziehung. Aber das war ein knallharter Geschäftsmann. Der hat zum Beispiel auch, als Elvis gestorben ist, was sehr dramatisch war, weil der an Drogen gestorben ist, plötzlicher Tod, Herzversagen. Nee, der ist nicht an... Doch, Herzversagen irgendwie. Ja gut, an Pillen. Viele Pillen geschluckt. Ja klar, aber war Herzversagen, wegen Drogen und so. Aber dann eine ganze Nation war am Heulen, am Weinen und er hat nur gesagt, jetzt ist Elvis noch größer als vorher. Weißt du, so ein herzlosen Spruch. Hat direkt eine Compilation rausgebracht. Ja, genau. Greatest Hits Album. Jetzt können wir richtig Geld verdienen. Aber war schon ein harter Geschäftsmann. Aber was ich nur sagen wollte zu Elvis, wieso komme ich eigentlich auf Elvis? Ja, weil du einen Song von ihm spielen willst. Ach so, warte mal. Moment. Zwei Sätze noch zu Elvis. Ja. Elvis war dann irgendwie so tierisch erfolgreich, ist super erfolgreich geworden. Die Frauen standen, Kreischalarm, tralala. Hat immer so diese geilen Bewegungen gehabt, ne? Dieses Schlacker. Im Fernsehen durfte man den zu dem Zeitpunkt nur bis zur Hüfte zeigen. Ja, das kann sein, es wurde ihm ja nachgesagt, er wäre so, wie nennt man das nochmal? Sexobjekt? Nein, wie nennt man das nochmal, wenn man so, verführerisch? Nicht lasziv, sondern, erotisch? Nein, wie heißt nochmal das Wort, so, sowas wie lasziv? Ja, so anzüglich. Ordinär? Ordinär, das ist es. Genau, die Leute haben gesagt, das ist so ordinär, diese Fickbewegungen auf der Bühne und so. Und Elvis meinte, das ist überhaupt das nicht. Das Tanz. Ich tanze, ich fühle mich gut, ich mache Musik und will mich nur bewegen. So. Das soll überhaupt nicht so sein, dass ich irgendwie so tue, als würde ich irgendwie bumsen oder so. Also das war irgendwie, ich glaube ihm das auch. Also der war einfach nur so ein Typ, der halt Musik geliebt hat und der mochte auch singen und so. So, und dann hat er tierischen Erfolg gehabt und dann irgendwann hat er gesagt, okay, scheiß drauf, der wurde der eingezogen und Soldat. Und dann war der schon mega der Star und wurde dann so ein Soldat. War das zu der Zeit, wo er nach Deutschland dann? Genau, dann ist er nach Deutschland. Da war er aber schon ein richtiger Megastar. Megastar, aber war dann in Deutschland Soldat. Ja. Und saß dann da und hat da irgendwie, war Funker oder so eine Scheiße. Total sinnlos. Hat nichts mehr gesungen, gar nichts mehr. Und dann ist er zurück nach Amerika gegangen und hatte gedacht, das schafft er nie wieder so berühmt zu werden. Ach. Der war voll abgeschmiert und dann kam, und langsam kamen die Beatles. Die haben ihm richtig dann irgendwann das Wasser abgegraben, genau. Und dann hat er nochmal irgendwie so ein krasses Comeback gehabt mit so zwei Hammer-Songs. Mhm. Und ein Song davon, mit dem er sein mega Comeback hatte, war You're Nothing But a Hound Dog. Kennst du, oder? Ja, klar. Klar, kennt jeder. Ja. Nothing But a Hound Dog. So. Ja. Und zu dem Song gleich noch was. Aber den zwei, machst du? Ja, aber nicht von Elvis. Okay. Moment. Eine Sache will ich noch sagen, ganz zum Schluss, nur um das Thema Elvis nochmal abzurunden, war eigentlich ziemlich geil, er war dann, irgendwann hatte er in Las Vegas einen Vertrag unterschrieben, hat gesagt, ich singe 4 Wochen lang jeden Abend eine Show in Las Vegas. Aha. Hat er gemacht, die Leute sind ausgeflippt, es war ein Riesenerfolg. Und dann hat er sich irgendwann dazu verschrieben, 8 Jahre, jedes Jahr 4 Monate oder so, in Las Vegas jeden Abend eine Show. 8 Jahre? Ja, hat so einen Vertrag unterschrieben, so ultra lange. Und irgendwann hat er so gemerkt, so scheiße. Macht gar keinen Bock. Das macht gar keinen Bock mehr. Ja. Ich hasse mein Leben. So wollte ich nie werden und fand alles scheiße. Und dann ging das auch los mit den Drogen und dann ist er gestorben. So. Okay. Nothing But a Hound Dog war einer dieser Songs und dann in dieser Doku haben die mal gezeigt, dieser Song ist gar nicht von Elvis, wie so viele Songs. Ja stimmt, die wurden schon mal aufgenommen von wem vorher. Klar, ne? Die kommen alle von so krassen Bluesmusikern, die total unbekannt sind, irgendwo in Memphis an so einem Fluss sitzen, gefischt haben und dann auf ihre Gitarre ein Lied geschrieben haben. Da kommen diese Songs alle her, diese total berühmten Songs.
Und Nothing But a Hound Dog ist auch so ein Song. Der kommt irgendwo aus. Ja, aber aus Nashville kommen die Songs. Aus einem total. Aus Nashville oder Memphis, glaube ich. Ne, Memphis, da kommt der Elvis her. Und der ist ursprünglich, ist der. Dann ist er aus Nashville. Ist ja scheißegal. Ist ja scheißegal. Der ist ursprünglich von Big Mama Thornton. Ach. Und ist von 1952. Nicht schlecht. Ist ein Blues von Big Mama Thornton. Aber bevor und den Song hat nochmal eine andere Band gecovert und dann nochmal eine andere Band und die dritte gecoverte Version hat dann Elvis gecovert. Und ursprünglich ist er von Big Mama Thornton, schwarzer Musikerin, die wahrscheinlich keine Sau mehr kennt und damals auch kaum einer kannte. Aber das ist der Song und ich dachte, ich spiele ihn jetzt einfach mal an. Willst du noch was sagen? Ja, weil du hast nämlich eben noch erzählt, das Lied, was er als erstes aufgenommen hat für seine Mutter. Ja. Was war damit? Wurde ein Hit. War der Knaller. Ah, okay. Alle wollten den, ach ja, und das Problem war, niemand wollte den spielen. Den Song? Keiner wollte kein Elvis. Kein Radiosender? Kein Radiosender wollte Elvis spielen. Weißt du, warum? Lass mal überlegen. Ja, ich denke, das war ja ein weißer Sänger, der quasi schwarze Musik gemacht hat. Genau. Und da hatten viele ein Problem mit. Absolut. Es gab damals schwarze Sender, die nur Schwarze gehört haben. Und es gab damals weiße Sender, die nur Weiße gehört haben. Und das Problem war, du konntest... Die Musik war zu schwarz. Schwarze Musik, genau, das war zu schwarz. Die Leute, da kamen Hass-Mails in die Radiosender. Es gab dann irgendwann Wahnsinn. Mal... Irgendwann gab es einen Typen, der hatte Sinn für sowas. Der hat gesagt, ey, das ist ein geiler Song, der mega gesungen ist, von einem Weißen. Sowas gab es noch damals noch nie. Ein Weißer, der schwarz singt. Und das war damals eine totale Neuheit. Und da war ein Typ, der hat dann gesagt, ich nehme den jetzt in meine Rotation rein, in den Radiosender. Hat den gespielt und die Leute sind ausgerastet. Die haben gesagt, ey, kannst du diesen Song nochmal spielen? Bitte, bitte spiel nochmal diesen Song. Ich weiß, wenn du willst, kann ich diesen Song nochmal rauswühlen, welcher Song das war, mit dem der halt in diesem Radiosender bekannt geworden ist. Aber das packen wir in die Shownotes. Das wird rausrecherchiert von unserem Team. Genau. Ich habe aber gerade eben über diesen Hound Dog. Ich wollte immer die Originalversion. Die Originalversion. Die ich eigentlich am allergeilsten finde und viel geiler. Ich bin finde. Gespannt. Ja, weil die einfach bluesig klingt. You ain't nothing but a hound dog. Snooping on my door. Yeah, ain't nothing but a hound dog. Been snooping on my door.
Zart und bitter. Yeah. Das harte Brett für richtige Mutterficker. Wir sind wieder dabei. Ach so, wir sind wieder da. Ja. Ja, ja, das war Hound Dog. Von wem? Wer hat's gespielt? Big Mama Thornton. Ah, cooler Name. Ach, eine Frau. Ja, klar. Ich hab's überhaupt nicht gehört, dass es eine Frau war. Echt? Ich hab... dachte, es war ein Typ, oder was? Ja, irgendwie schon. Boah, hätte auch ein Typ sein können. Ja. So, wir sind zurück und die Stimmung hat sich ein bisschen verändert, hat sich ein bisschen gelöst bei mir. Ja. Und ja, jetzt wollte ich hier mal was zum Besten geben, ne? Weil wir sind ja auch wissenschaftlich geprägt und wir decken ja auch viele Spektren ab, zum Beispiel. Ja, aber bitte setz dich nicht unter Druck, Micha. Weil das hier locker Podcast, locker Vlog. Okay. Ich habe neulich, wie heißt nochmal dieses da, Jerks, kennst du das? Ja. Und wie heißt der Typ? Fari. Fari, der macht immer so einen Radiosender. Kennst du das? Nee. In den neuen Folgen hat er einen Radiosender zu Hause. Der macht einen eigenen Radiosender. Und dann sitzt er immer zu Hause vorm Mikro und der so, hi, hier ist locker flockig Radio. Leute, entspannt euch. Hier ist der Fari. Hier ist euer entspannter Fari. Ja, ja, danke für den Einwurf. Ja, ich will einfach nur, dass du dich locker machst. Okay. Mach dich locker. Könntest du vielleicht den Jingle zu History reinsetzen? Den History Jingle? Yo, Mann, den habe ich doch rausgesucht. Okay, bist du bereit für History? Zart und bitter. Ein Blick in die Vergangenheit. Bin ich auch mal gespannt. Ja, History. Wie viele Jahre gehen wir zurück? Einige. Aber bitte nicht irgendwie so Steinzeit, Säbelzahntiger. Nein. Oder so. Ich muss auch so ein bisschen überlegen, wie ich das Thema aufbauen soll, weil es ist so ein bisschen dünn, gebe ich zu. Ja. Es geht um das Mittelalter. Um das Mittelalter. Ritterzeit. Geil. Burgen. Stehe ich voll drauf. Und zwar war ich letztens, habe ich mir eine Stadt angeguckt. Und eine Sehenswürdigkeit von dieser Stadt ist ein altes Stadttor gewesen. Ja. Und zwar ist das ist komplett erhalten. Und ich habe mir das von allen Seiten angeguckt, dieses Stadttor. Ja. Und ich habe dann so ein bisschen an uns beiden gedacht. Und ich möchte dir dieses Stadttor gerne beschreiben. Ja. Und ich möchte, dass das vor deinem inneren Auge anfängt zu glühen. Nein, dass du es dir vorstellst vor deinem, vor deinem inneren Auge. Ja. Und zwar ist das dieses Tor, das ist ja nicht einfach nur eine Mauer mit einem Loch drin, sondern es ist ein riesiges Gebäude. Und dieses Gebäude hat dann auch vor sich einen Graben, einen Wassergraben. Yeah. Und auf dem Wassergraben oder vor dem Wassergraben steht ein Turm, das ist das sogenannte Vortor. Das ist ein relativ kleiner Turm, wo man durchreiten kann in der Mitte. Da kannst du auch ein Fallgitter hochmachen. Yeah. Und wenn du da reingehst in das Vortor, dann bist du quasi in so einem Gewölbe und dann kommt quasi erst das Haupttor. Und das Haupttor besteht auch nochmal aus zwei Fallgittern. Ja. Und zwischen den Fallgittern ist ja dann auch nochmal Gewölbe. Ja. Also du gehst, es ist nicht einfach ein Tor, das machst du auf und bist drin. So kennt man das ja auch irgendwie bei, was weiß ich, bei Troja, bei dem Film oder bei Herr der Ringe oder so. Da zerstören die ein Tor und stehen quasi im Hof und sagen, da sind wir, hallo, es fängt an. Ja. Aber in Wirklichkeit war das ja viel komplexer aufgebaut. Das war ja eine Verteidigungsanlage. Ja. Und vor allen Dingen, du musst ja dann erstmal da rankommen an dieses Tor und da gibt es ja überall so Schießscharten. Die sind ja auch extra in so speziellen Winkeln, die sich so überlappen, dass dann da Bogenschützen rausschießen. Und du hast einen Turm mit so Turmzinnen und diese Turmzinnen, die sind so ein bisschen, die stehen so auch etwas über der Mauer drüber. Die haben so einen Vorsprung. Ja. Und in dem Vorsprung hast du so Löcher drin. Das sind sogenannte Mordlöcher, dass du quasi geschützt in diesem Turm dann noch nach unten so runterballern kannst mit deiner Armbrust oder so. Ja, ja, okay. Und da gibt es auch. Achso, die Löcher gehen so nach unten. Genau, oder? Genau. Du hast quasi einen Turm oder eine Stadtmauer. Und da hast du so einen Vorsprung, den sieht man aber quasi so gar nicht von außen. Nur wenn du quasi direkt an der Mauer dran stehst und so hochguckst, siehst du, dass es da halt so einen kleinen Vorsprung gibt mit so Schlitzen, wo die senkrecht. Damit die nochmal so, wenn die ganz nah rankommen, dann. Genau, zur Senkrechtverteidigung, um mit Armbrustbolzen nach unten zu schießen, brutal, wenn du da stehst.
auch. Genau. Und wenn du zum Beispiel das Fallgitter dann durchbrichst oder so, und dann kommst du dann da rein in dieses Gewölbe und stehst plötzlich noch vor einem anderen Stahlgitter oder irgendwas. Und über dir ist quasi, sind auch so Löcher drin, wo die dann entweder mit Pech runterschütten oder Steine auf dich runterwerfen oder auch mit Armbrüsten oder mit, was weiß ich, irgendwelchen Speeren. Also mega schwierig, dieses einzunehmen. Ständig kommen neue Fallen also, oder so. Also was, wie viele Menschen da reingetrieben werden müssen, wie viel Menschenfutter da erstmal abgeschlachtet werden muss, bis dann der allerletzte Lemming da durchkommt, ne? Genau. Oder ist das so? Und der hat dann die Stadt erobert. Genau, dann so einer erobert dann die Stadt. Ja, und ich möchte... Ich hab's geschafft. Yo. Aber ich möchte... So, warst du wie so ein Marathonläufer, so nur einer kommt an oder so. So, das ist Battle Royale mäßig, wo einer überlebt am Ende. Ja. Und der hat dann quasi gewonnen, der hat das Level geschafft. Genau. Aber ich möchte jetzt, dass du dir vorstellst, dass wir beide würden im Mittelalter leben. Ja. Und wir wären, ja, wären wir irgendwelche Bauern oder wären wir irgendwelche Söldner oder wären wir, was weiß ich, wir hätten dann so eine Mistgabel in der Hand oder wären wir Ritter, wären wir voll ausgestattet? Ich weiß es nicht. So vom jetzigen Stand wären wir wohl eher so billige Fußsoldaten, oder? Ja, denke ich mal. Aber ich glaube, Ritter musste man sich super viel, da muss man richtig Geld haben. Adelig sein oder was auch immer. Musste sich auch die Rüstung leisten können, ne? Ja, gab es da keinen Sponsor, wo dann da drauf stand auf der Rüstung? Sponsored by... Bayer Leverkusen. Also. Keine Ahnung. Also, ich weiß nur, dass... naja, also ich sag mal, Ritter wäre ich nicht gern gewesen, glaube ich, weil das ist so brutal gewesen. Ja, aber also die wurden ja auch nicht gefragt, diese normalen Fußsoldaten. Da wird ja halt einfach mal so ein Bein abgesetzt. Was meinst du, was das wehtut? Aber kannst du dir vorstellen, wir beide würden dann da nebeneinander stehen mit so einem Topfhelm, mit so einem spitzen Helm. Vielleicht hat der dann auch so ein Visier und du hättest beispielsweise, eine Waffe hättest du, was hättest du? So ein Knüppel? Mit so einem Morgenstern, so eine Keule? Ja. Mit so, ne? Super. Das hättest du in der Hand. Und noch ein Schild. Wie diese Knochenkeulen-Dinos. Kennst du die? Nee. Ja, ach so, ja, so ja. Dinosaurier, die, ja, kenn hinten ich. So eine Knochenkeule mit Zacken dran. Du spielst zu viel mit Schleichtieren, glaube ich. Aber es ist geil, ne? Stell mal vor, was ist den Tieren gewachsen? Ja. So eine Knochenkeule. Also, ich meine, die Ritter haben sich das gebaut. Sie hatten so, sowas so eine nicht Kugel am Körper. Mit, ne? So eine Kugel mit Stacheln dran, ne? Um damit schon praktisch. Ja, und die Tiere, denen ist das so gewachsen. Ja. Schon abgefahren, oder? Aber stell dir mal vor, du hättest dann halt diese so einen Stab mit einer Keule dran, mit Stacheln und ein Schild. Ja. Ich wäre neben dir, ich hätte beispielsweise ein Schwert und ein Schild und dann hieß es dann halt, wir stehen da mit, was weiß ich, 1000 Leuten. Also, ja, jetzt bitte, da ist das Stadttor. Macht mal. Wie, und dann müssen wir rein oder raus? Ich weiß, kannst du, ja, weiß möchtest ich du gerne die Burg verteidigen oder möchtest so, du derjenige muss sein? Jetzt, da muss ich jetzt entscheiden. Genau, genau. Definitiv der Burgverteidiger. Okay. Ja, also weil du bist doch dahinter der Steinmauer, da geht es ja doch wesentlich besser, oder? Ja, aber meistens ist es ja so, dass die Verteidiger, das sind ja meistens weniger. Sagen wir mal, es gab da schon so ein paar Schlachten auf dem offenen Felde und die anderen sind so im Vorteil und die sagen jetzt, so und jetzt hole ich mir die Stadt. Und die haben das vielleicht schon so belagert und dann irgendwann im Morgengrauen heißt es, so jetzt ist es soweit, jetzt stürmen wir. Und wir beide stehen dann da auf der Burgmauer. Klar, wir haben alles hier so zur Verteidigung bereit, aber ja, dann kommt dann die Armee. Und wie sieht's aus? Was machen wir? Bogenschützen? Ja, keine Ahnung. Ja. Pech. Heißer Pech. Pech ist eine gute, weil es gab ja auch immer diese Pechnasen. Das sind so am Burgtor, geht halt wie so eine Regenrinne und dann kannst du halt heißes Pech darunter schütten. Ja. Aber war das denn schlimm, heißes Pech überhaupt? Also, ja, denkst du mal, so eine Wellness-Fango-Packung oder was? Ich stelle mir das vor wie so Wachs oder so, ich meine. So ein bisschen sadomaso-mäßig. Ziehst den Hut auf und gut ist. Tropft das an der Seite runter, oder? Nee. Nee? Vor allen Dingen, das ist ja auch brennbar. Da wurde da mit einem Brandpfeil dann da drauf geschossen. Ach so, ne? Das hat dann noch gebrannt. Ja. Das ist fies. Das ist nicht einfach nur so 60 Grad warmer. Schön warm. So. Hättest du ein Kettenhemd abgezogen. Schöner Aufguss. Und gesagt, oh, ist aber angenehm. Ja, genau. Fango-Packung. Sehr geil. Nicht so geil, oder? Also ich fand das Mittelalter unfassbar brutal. Ich habe mich da auch mal ein bisschen mit beschäftigt und dachte so, ich bin echt froh, dass ich da in der Zeit nicht lebe. Wir wären auch direkt tot gewesen, oder? Ey, wenn ich irgendwie einen Hexenschuss habe oder irgendwas, ja, dann schrei ich ja schon,
dann krieche ich ja schon durch die Wohnung zwei Tage und kann gar nichts mehr. Und wenn ich, überleg dir mal. Meinst du, du hättest dann, was dir da alles passiert ist, zu deinem Lehnsherrn auch gesagt? Zahnschmerzen. Was Zahnschmerzen, übel. Musst du zum Schmied gehen. Ich hatte einmal so Zahnschmerzen, dass ich dachte, jetzt, ich will nicht mehr leben. Ich will mit diesen Schmerzen nicht mehr leben. Und stell dir mal vor, du bist ja im Mittelalter. Ja. Und dann gehst du zu irgendeinem so Hansel, der sich Zahnarzt nennt, der haut dir so einen Zahn dann da raus und sagt so, keine Ahnung. Aber da waren solche Schmerzen, waren an der Tagesordnung. Boah, Wahnsinn. Wenn du jetzt da zum Beispiel auf der Burgzinne gestanden hättest und du hättest dann zu deinem Lord oder so gesagt, ich hab Rücken. Hexenschuss. Rücken. Ich leg mich mal auf den Strohballen da hinten. Ja. Vielleicht bin ich morgen wieder soweit. Ich hab einen steifen Nacken. Hätte dich Chef, ich hab steife Nacken. Könnt ihr hier weiter das Pech? Der hätte dich direkt runtergeworfen. Ja. Der hätte dich direkt von der Burgmauer geworfen. Wahrscheinlich. Oh, ey, das war eine harte Zeit, das oder? Das war wirklich harte Zeit. Also ich wäre gerne auf jeden Fall irgendwie drin gewesen in den Mauern. Wobei, das ist dann auch scheiße. Ne? Ja. Da kannst du nicht abhauen. Und wenn die dann reinkommen, dann ja, aber bei den anderen, da stehst du unten aus. Und die, und was weiß ich, du durchbrichst dann das Tor. Nee, unten ist immer Kacke. Ja, und du durchbrichst das Tor und die werfen dann mit Steinblöcke aus dem Mordloch auf dich. Wahnsinn. Ja. Und du stehst da vor der, hast deine Keule in der Hand, was willst du denn machen? Da musst du hochklettern oder mit einem Rambock durch dieses Tor. Oder einfach kämpfen. Ja. Boah, brutal. Die machen das Tor auf und dann sagen, komm, wir kämpfen jetzt gegeneinander. Weiß ich nicht. Wahnsinn. Ja, so viel zum History. History, übrigens, so eine Ritterrüstung wiegt unfassbar viel. Ich habe das neulich mal im Museum, ich war mal im Museum, da konnte man eine Ritterrüstung so hochheben, um zu sehen, wie schwer die ist. Wahnsinn. Okay, das ist wahrscheinlich so ein... Du bist unter diesem Ding fast zusammengebrochen. Plattenpanzer. So ein Kettenhemd. Unfassbar schwer. Ja. Also ein Kettenhemd war so die übliche Wahnsinn. Panzerung. Und so ein Plattenpanzer oder ein Harnisch, das war ja dann schon für richtig fett ausgestattete Ritter. Übrigens, die Ritter, die sind ja irgendwann dann ausgestorben quasi, gab sie dann nicht mehr. Ja, wegen Schusswaffen, ne? Nee, es gab noch vorher quasi, ich glaube, das waren zuerst so ein Schweizer Bauernaufstand oder so. Ja. Die Schweizer haben das irgendwie erfunden. Das waren so lange Hellebarden. Kennst du diese Waffe? Nee. Das sind Stangenwaffen, das sind vielleicht Stangen, die sind so 3 Meter lang, vielleicht sogar noch länger, mit einer Pike dran oder mit so einer Art Axt, das nennt sich Hellebarde. Ja. Und das hat dann halt die Kriegsführung komplett geändert. Und dann haben dann die anderen gesagt, okay, jetzt kämpfen wir auch nur noch mit Hellebarden. Und letztendlich gab es dann keine berittenen Ritter mehr. Und dann haben so quasi dann nur noch so Fußsoldaten mit diesen Hellebarden gegeneinander gekämpft. Und die sind einfach gegeneinander marschiert und quasi... hat der eine versucht, den anderen zu zermalmen. Das ist krass, wenn du so die gleich lange Lanzen hast, ist die Frage so... Ja, die gehen ja in mehreren Reihen. Ja. Und also in mehreren Reihen hintereinander. Ja. Und die haben dann lange Lanzen, diese Hellebarden, legen die nach vorne, so, was weiß ich, die haben dann teilweise auch so Senkrechte, um die abzustützen. Ja. Teilweise sogar auf Rollen. Ja. Und dahinter waren dann auch welche, die dann überlappt haben, über die Schulter des anderen. Ja. Und dazwischen waren dann auch so Leute mit Langschwertern, die waren irgendwie so 2 Meter lang, so zweihändrige Schwerter. Ja. Und die haben dann, die gingen, glaube ich, voran. Die gingen voran und die hatten auch irgendwie so einen besonderen Namen, ich weiß es nicht mehr gerade, die hießen irgendwie so, so ein Sprichwort, sowas wie die, ich glaube, das war... auf verlorenem Posten stehen oder irgendwie sowas in der Richtung. Weil die... Die wurden so genannt, glaube ich. Weil die auf jeden Fall dran glauben mussten. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das Sprichwort ging, aber jedenfalls, die waren halt zwischen diesen Heeren, die sich aufeinander zubewegt haben und die haben versucht, da so dahinter zu kommen. Weil wenn du einmal durch die Hellebarden so durch bist und du bist zwischen den Reihen, weil die können ja auch nicht aufhören zu gehen. Die müssen immer weitergehen. Wenn die aufhören zu gehen, werden die ja vom Hinteren niedergetrampelt. Ja. Und wenn sich dann da einer dazwischen stiehlt und mit einem Langschwert, hat er dann so zwischen die Beine und alle niedergemeuchelt. Boah, wie brutal, ey. Das ist ja, also ich frage mich sowieso, welcher Pfosten stellt sich bei sowas in die erste Reihe? Ich meine, haben die eine Wette verloren oder wer stellt sich in die erste Reihe? Das wurde bestimmt. Ja, da wäre ich nach Hause gegangen.
Vollpfosten. Ich stelle mich da nicht in die erste Reihe. Das kannst du machen. Ja, dann wurde es dann gefragt, ja, möchtest du lieber hier direkt gevierteilt werden oder machst du mit bei uns? Ach so, lief das dann, oder was? Ich denke mal, wer nicht mitmachen wollte, wurde auf der Stelle... Ja, aber da kannst du ja direkt irgendwie dich einäschern. Ja. Wenn du dich in die erste Reihe mit so einer Lanze stellst. Das überlebt doch keine Sau. Die erste Reihe ist doch auf jeden Fall abgeschlachtet worden, oder? Ja, du musst es dann halt versuchen, stärker zu drücken, wenn die sich dann so ineinander verkeilen, so richtig, diese Reihen, die aufeinander zumarschieren. Und du musst es dann... Was ist das für ein Gemetzel? Und wenn du nicht mehr aufhören konntest, dann wurdest du von der anderen quasi überrollt. Du, überleg dir das. Das war ein Massaker. Ein richtiges Gemetzel. Furchtbar. Und das Schlimme ist, es redet keiner mehr drüber. Das ist das Schlimme, außer wir. Außer wir. Aber warum redet da keiner mehr drüber? Also Historiker reden da schon drüber. Guck mal, wir sind ein Volk ist traumatisiert, wenn irgendwo hier sowas, keine Ahnung, sowas passiert wie hier, 11. September? Ja, sowas, ja. Solche Katastrophen oder irgendwie, was weiß ich, Unfälle auf der Autobahn oder diese Sache da zum Beispiel, diese Love Parade-Geschichte und so, total traumatisiert und wir scheiße das. Ja, weil es einfach schrecklich war, muss man ganz klar sagen. Ja, ja, war es, auf jeden Fall. Aber wie war das denn damals? Also, ja, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wie haben das die Leute überhaupt psychologisch verkraftet, auf so einem Schlachtfeld zu stehen irgendwie? Ja. Also, das ist ja, das wird ja im Nachhinein wird das ja alles so heroisiert und so, ja. Aber ja, also ich sehe das auch überhaupt nicht romantisch. Damals haben ja auch die Leute, ich sag mal, wenn du so in so einer Schlacht mal dabei warst, und du hast sie überlebt. Erstens mal bist du nicht so alt geworden, du konntest dir gar keine Sorgen machen, weil die akuten Sorgen im Alltag, die waren ja schon so groß. Es ging ja da, du hattest ja auch Hunger und du brauchtest was zum Schlafen und deine eigene Sicherheit. Und das hat dich ja jeden Tag beschäftigt. Da konntest du ja quasi gar nicht zur Ruhe. Die hatten ja keine Zeit, um über ihre Trauma nachzudenken. Und wenn die mal zur Ruhe gekommen sind, dann war quasi das Lebensalter schon so weit fortgeschritten, dass die gestorben sind. Da wurde ja auch keiner mehr als 35. Echt? Ich denke mal, die mittlere Lebenserwartung im Mittelalter war weniger als 40. Wahnsinn. Ja. Weil da musst du bis 40 alles gemacht haben. Kinder gekriegt, Pipapo, ja. Essen, Job. Ach, ich glaube, da was denn für ein Job? Ach, Job, scheiß auf Job. Projektmanager oder was? Ja, wieso? Gab's? Da war das gar nicht so. Oder was? So, lückenloser Lebenslauf, war da kein Thema oder was? Nee. Echt nicht? Das war egal. Im Mittelalter? Du hast als Kind gearbeitet auf dem Feld. Wenn dein Vater Bauer war, warst du dann auch Bauer. Dann kriegst du ein paar Kinder fertig. Und dann kippst du tot um. Ne? Genau. Das war's. Wenn ein Krieg dazwischen kam, musstest du eventuell damit kämpfen. Ja, Hauptsache du hast 35 Jahre was zu fressen gehabt. Ende. Ja, dann hattest du wahrscheinlich sogar ein gutes Leben gehabt. Da war nichts mit Selbstverwirklichung und so, ne? Oder nee, nicht so richtig. So, ich mache jetzt mein Hobby und ich mache jetzt mal einen Podcast. Hat keiner dran gedacht. Ja, oder ich versuche jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, Musikinstrument zu lernen oder so. Das war aber schon. Ja. War zwar eher so dem Adel vorbehalten, würde ich sagen, aber Musik war im Mittelalter schon die Laute oder die Leier oder die Schalmei. Kennst du die Schalmei? Nee. Eine Flöte. Echt? Ja, ich glaube, das haben Hirten. Ich dachte, das war eine Gitarre oder so. Hirten haben, glaube ich, die Schalmei gespielt. Gitarre kam, glaube ich, ein bisschen später. Das waren ja die Minnesänger. Ja. Ein sehr geiles Instrument. Weil das erste Instrument war, wo man dazu singen konnte. Ja. Und weil eine Trompete oder eine Flöte oder so ist ja, obwohl, bei einer Harfe kannst du auch zu singen, aber nicht so gut, sag ich mal. Da ist die Tonbandbreite, glaube ich, geringer. Ja. Aber bei so einer richtigen Gitarre, das geht schon ganz gut, dazu zu singen. Hm. Du wärst ein guter Minnesänger geworden, glaube ich. Echt? Ja. Nee, ich wäre ein geiler Hofnarr geworden, mit so einer Drei-Zipfel-Mütze. Kennen Sie das? Und dann immer so, aber ich glaube, die leben auch gefährlich. Und dann wäre ich so vor dem König so hin und her getanzt, wie so ein Derwisch. Und der so, er ist schlecht, er bringt mich nicht zum Lachen, schneidet ihm die Zunge raus. So wäre das dann gewesen. So ungefähr. Ja. Aber wo wir gerade bei Musik sind, Micha, wo wir bei Musik sind, hast du nicht Bock, einen Song anzukündigen? Hab ich. Echt? Ja. Boah, du bist so krass, Alter. Und zwar? Kommt jetzt Heavy Metal aus dem Mittelalter oder was? Nee, hätte ich gewusst, dass wir über mittelalterliche Musik sprechen. Du hast bestimmt auch Middle-Age Trash Metal zu Hause, oder? Also es heißt nicht Middle Age, sondern es heißt ja Medieval. Ja, das ist, Medieval gibt es ja auch, Medieval. Natürlich gibt es da Metal-Songs in diesem Bereich.
Aber das habe ich nicht ausgesucht, weil okay. Ich wusste nicht, dass wir so viel zum Thema Mittelaltermusik sprechen. Ist auch egal, weil. Will ich auch nicht. Ist auch egal, weil die Lieder hören sich eh alle gleich. Nein, war jetzt ein Scherz. Okay. So, also pass auf. Ja. Gerade möchte ich dazu auch noch ein bisschen was sagen. Ja. Und zwar ist das ein Lied, was ich rausgesucht habe. Wie heißt das denn? Kommt jetzt, ich sag's so, jetzt. Okay. So. Ja. Ist das ein Lied? Ich bin so ungeduldig. Ja, ich merk's. Oh yes. Wir wollten doch eigentlich so ein bisschen, aber man merkt schon, die Stimmung kocht so ein bisschen. Das kocht wie das Pech auf der Burgzinne. Ehrlich, ja. Nee, ich bin einfach, ich bin total tiefenentspannt. Ja, gut. Ja. Also, pass auf. Ich war früher, jetzt nicht mehr so oft, aber so zwischen meinem 23. und 38. Lebensjahr war ich verdammt oft in der Live Music Hall in Köln. Ja. Da war samstags oder dreimal im Monat samstags war da immer Rockgarten. Ja. Und da war, ich sag mal, Metal Party, um das, damit du weißt, was ich meine. Ja. Und da wurde. Nur Männer, ne? Ach, Quatsch. Echt? Okay. Nein, dachte ich jetzt. Da gab es auch genügend Frauen und ich war auch immer mit einer guten Freundin da. Okay. Aber es war jetzt nichts so, das war keine Flirt-Veranstaltung. Das weiß ich nicht. Ging es eher so ums Moschen, ne? Es ging ums Moschen und um die Musik viel, ja auch noch um was zu trinken und da abzuhängen. Das war jetzt keine Single-Party, überhaupt nicht. Also ich war da auch nie, war ich da überhaupt hat mal ich, irgendwie? Hat dich auch überhaupt nicht interessiert, oder? Die ging es nur ums Moschen. Also mich haben natürlich auch manchmal Frauen interessiert, die da waren, aber auch jetzt nicht so besonders. Es war mir nicht so wichtig, muss ich ehrlich zugeben. Und zwar wollte ich noch sagen, dieses Lied kam meistens so relativ spät, sagen wir mal 16:30, wenn es dann schon 2-3 Stufen ruhiger wurde und es war dann auch nicht mehr so viel auf der Tanzfläche. Und bei dem Lied haben sich dann auch viele Typen so abgedreht, so kein Bock, so weggedreht. Und aber Frauen haben dann, super, und haben dann da so ein bisschen getanzt. Und ich war dann da auch immer dabei und habe auch so ein bisschen mitgesungen, weil das Lied, das fand ich immer sehr gut. Und deswegen möchte ich dir das jetzt mal darbieten. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wie du, wenn du mir das erzählst. Ja, und weil, das ist, wenn das kann, das könnte mir bestimmt gefallen, wenn, das Lied heißt, eher die Frauen draufstehen als die Männer. Ja, ich bin, auf bin jeden gespannt, Fall. Was du das dazu sagst. Das meine ich ernst. Ja, ich bin auch gespannt, was wie du dazu sagst. Song? Der Song heißt Warflower von der Band The Magian Factor oder The Mayan Factor, so habe ich das immer gesagt. Okay. Und das hören wir uns jetzt an. Okay. Thank you.
Zart und bitter. Ich grüße Köln, ich grüße Ehrenfeld, ich grüße die Live Music Hall, die es immer noch gibt und ich bin froh, dass es sie noch gibt. Manchmal fahre ich nochmal dahin und um mir das nochmal anzugucken, was zu trinken, aber ich bleibe nicht mehr so lange wie früher. Echt? Du fährst echt noch in so alte... Ja klar, das ist ich, noch angesagt, der Laden. Ich bin in keinem einzigen Laden mehr gewesen, in dem ich früher Party gemacht habe. Wo hast du eine früher Party gemacht? Keine Ahnung, in der Dreiraumwohnung. Gibt's nicht mehr, ne? Stimmt, gibt's nicht mehr. Ja. Im Carpe Noctem. Da kannst du wirklich nicht mehr hingehen. Da gehe ich doch nicht mehr hin, ey. Ich gehe in keinen einzigen Laden mehr. Da sind Studenten, die... Ja, ich bin auch schon... Lange kein Student mehr. Nein, ich war vor kurzem noch Student. Ja. Ja, klar. Aber ins Carpe können wir nicht mehr zusammengehen. Nee, aber... Da sind wir wirklich, wirklich zu alt für. Das ist schon ist auch ein krasses Thema, wenn man so das Gefühl hat, irgendwann so, hey, da irgendwie geht nicht, da kann ich nicht mehr hingehen. Sollen wir nicht mal zusammen in die Live Music Hall gehen, um da mal so ein bisschen den Metal-Duft zu schnuppern? Weiß ich nicht. Micha, muss ich mir nochmal schwer überlegen. Okay. Du kannst ja auch den tragbaren Rekorder mitnehmen und wir holen da ein paar Stimmen ein von richtig coolen Leuten. Von richtig coolen Leuten, ja. Und reden mit denen über Heavy Metal oder was? Ich glaube, da klebt auch ein Zart- und Bitter-Aufkleber. Ehrlich? Auf dem Klo, auf dem Spiegel, geil. Am Waschbecken. Wenn den keiner abgepittelt hat, vor, was weiß ich, 3 Wochen oder so, dann ja. Hängt er noch da. Geil. Nicht schlecht. Ja. Ach, Michael, ich finde gut, dass du PR in der Live-Music-Hall für uns machst. Ja. Ja. Der eine oder andere könnte. Ja. Hast du eigentlich noch ein Thema mitgenommen? Ich habe eine Sache habe ich noch dabei. Echt? Ja. Oder du kannst ja auch einfach sowas erzählen, was mega interessant ist. Ja, alles, was ich erzähle, ist mega interessant. Ob ich jetzt hier von Stadttoren, absolut, die wir verteidigen, sprechen oder von irgendwelchen Filmen zum Beispiel, habe ich vor 2-3 Tagen ich bei Netflix habe ich gesehen, dass da... Moment. Du willst also über Netflix reden, okay? Nein, nicht unbedingt über Netflix. Es ist eigentlich Zufall, dass es da war. Darf ich ganz kurz einen Jingle setzen? Ja. Spoiler Alarm. Ist doch so, oder? Ja, ich möchte über die Alien-Filme reden. Alien 1, das, wie heißt denn da der Untertitel, der deutsche? Heißt das unbekannte Wesen aus einer fremden Welt? Ich glaube, so ist der deutsche Untertitel, ja. Ja. Im Original heißt er einfach nur Alien. Damit so Titeln konnte man damals noch Leute hinterm Ofen hervorlocken. Ja, weil mit Alien konnte keiner was anfangen. Ne? Ach so, das Wort, oder was? Ja. Der kam 1979 ins Kino. Stimmt. Ich hatte auch Probleme mit dem Wort damals. 79 oder was? Ich habe das so gelesen, dachte Alien, was ist denn das? Keine Ahnung. Ja, stimmt. Also bei mir war das so, ich habe so mit, sagen wir mal mit 12, 13 Jahren, habe ich so Kontakt bekommen zu... Aliens. Erzähl weiter. Habe ich Kontakt. Bist du auch in so ein UFO? Nein. Und dann kamst du zurück und... Nein, ich sag mal Kontakt. Kennst ja so Typen, ne, die im UFO waren und da... Nee, ich kenne keinen, der im UFO war. Ja, es gibt auch super viele Leute, die behaupten, sie wären von Aliens ins UFO reingeholt worden. Ja, ich habe keinen kennengelernt. Dann hätten die an denen Versuche gemacht und dann hätten die wieder auf die Erde gelassen. Ja, so, sowas soll es geben. Ja. Okay. Hauptsächlich in der amerikanischen Wüste passiert sowas. Genau, ja. Warum eigentlich immer nur in der amerikanischen Wüste und nie im deutschen Allgäu? Warum eigentlich? Kannst du mir das mal erklären? Oder warum nicht im Westerwald oder im Cottonforst oder so? Sondern immer nur irgendwie in der Nevada-Wüste oder so. Ja, warum landen UFOs immer nur irgendwo in der Wüste in Nevada? Das scheint da attraktiver zu sein. Landen die nicht auf dem Drachenfels am Rhein? Ja, in der Nähe von einer amerikanischen Air Force Basis scheint es attraktiver zu sein. Da zu landen. Genau. Ja, genau. Weil die Aliens dann direkt mit sich untersuchen lassen können von der amerikanischen Armee. Ja. Oder? So war's. Von den Marines, ne? Und naja, jedenfalls so mit 12, 13 Jahren kam ich so in Kontakt zu Actionfilmen und Science-Fiction-Filmen. Ja. Und es war dann oft so, dass ich in der Fernsehzeitung gesehen habe, freitags oder samstags, 22.15 Uhr, 23 Uhr kommt ein Film, wie zum Beispiel Predator oder auch sowas wie die City Cobra oder was auch immer. Irgendwie so ein Actionfilm. City Cobra, warte mal. Oder Phantomkommando. Ganz kurz. Ja? Also gerade City Cobra gesagt. Ja.
War das der mit Sylvester Stallone? Ja. Alter. Wo der so aus dem Auto steigt und dann sieht man erst nur die Cowboy-Stiefel von dem. Ja, das ist wo, genau, so eine verspiegelte Sonnenbrille. Wo da so ein Typ im Supermarkt total ausrastet, genau. Und dann sind die Bullen und die kommen nicht mehr mit dem klar. Und der so, der ich eine Bulle, jetzt rein. Nee, pass auf, und der eine Bulle so, holt City Cobra. Weißt du das noch? Ja, ja, genau dann, so ist das. Genau, ne? Und dann, die sind alle völlig überfordert, wissen nicht, was sie machen. Und dann so, holt City Cobra. Und dann sieht man so eine total geile Karre über so einen Highway heizen. Und dann geht so die Tür auf und dann sieht man erstmal nur so Cowboy-Stiefel. mit so hinten diesen, wie heißen die nochmal? Sporen, ne? Nee, ich glaube nicht, dass der Sporen doch, hatte. Doch. Das ist doch Quatsch. Oh, im Auto braucht man den nicht. Oh ja, Junge, das war City Cobra, Alter. Du hast keine Ahnung. Der hatte Sporen, das weiß ich ganz genau. Auf jeden Fall, der hatte Sporen, ey. Weiß ich noch. Und dann ist er in den Supermarkt gegangen, war so ultra lässig, hat den Typen so mega fertig gemacht, oder? Ja, der hat den abgeknallt, ohne das selber, ne? Ohne zu gucken. Ah, der hieß, Und genau, das war, der hatte immer so einen Zahnstocher im Mund. Weißt du es noch? Ja, ich glaube schon, ja. Der ist Lieutenant Cobretti hieß der, ey. Genannt die Cobra. Übrigens diesen Zahnstocher, ne? Ja. Als ich das damals gesehen hatte, ich fand das so geil und bin auch mit dem Zahnstocher in die Schule gelaufen. Und hatte dann immer so in der Pause den Zahnstocher und dachte, das wäre cool. Und dann haben die dich auch quasi die Schulkobra genannt oder so. Nee, die kannten natürlich den Film nicht und fanden mich total lächerlich. Ja. Aber du weißt ja, das ist so mit 15, dann kopiert man mal irgendeine Scheiße. Ja. Zuerst den Lenny Kravitz Look und dann hat sie City Cobra kopiert. Finde ich gut, finde ich schön. Dass nee, ich habe beides zusammen. Ich hatte die Hose von Lenny Kravitz an und den Zahnstocher von City Cobra in der Fresse und war quasi so eine Melange aus beiden TV-Stars. Find ich gut, war ziemlich geil, was, du da so, was du da so gemacht hast. Naja, jedenfalls, diese Filme habe ich dann immer aufgenommen, die dann halt spät nachts liefen und habe mir die dann immer am... Auf so einer dicken... Genau. VHS-Kassette. Genau. Und hab mir die dann immer am nächsten Tag, bin ich extra früh aufgestanden oder ich war früh wach, weil man musste sich da auch keinen Wecker stellen, weil wenn du schon so diese Vorfreude hattest, dann bist du automatisch aufgewacht um 6:30 oder so. Vielleicht sogar noch früher. Ja. Und dann direkt zum Fernseher gegangen, Aufnahme zurückgespult und dann angemacht. Und oh, super. Und dann auch zum Beispiel Aliens, die Rückkehr. Ja. Was für ein Film. Meine Eltern saßen dann irgendwann in der Küche und haben hier gefrühstückt und Kaffee getrunken und ich habe dann noch Aliens gesehen, wie die Marines quasi da rumgeballert haben und es war einfach nur ein Hochgenuss. Ja. Das hat sich so großartig angefühlt. Ja, also damals, wenn man das erste Mal gesehen hat, das war einfach der Wahnsinn. Ja, und jedenfalls kam... Leider kennen wir das jetzt alle kam schon. Bei Netflix kam dann jetzt Aliens... Also Aliens und Alien 3, die Wiedergeburt hieß der, im Englischen hieß er dann die Wiedergeburt. Ja. Und, nee, Quatsch, so rum war's. Der deutsche Untertitel von Alien 3 war die Wiedergeburt. Ja. Und dann kam irgendwie 6-7 Jahre später kam Alien 4, Resurrection, was auch Wiedergeburt heißt. Ja. Und dann hatten die Deutschen, das deutsche Filmstudio oder der Filmverleih, hatten dann da irgendwie so ein kleines Problem. Wie machen wir das denn jetzt? Wie sie es gelöst haben, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ja. Alien 4 kannst du sowieso komplett streichen. Warum? Weil der scheiße war. Der war so richtig mies. Echt? Ja. Ja. Okay. Also der dritte Teil, da gibt es auch viele, die den sehr stark kritisieren. Ich finde den gar nicht so schlecht. Ja, ganz kurz, wir hatten ja damals, wir hatten schon mal drüber geredet. Ich habe ja mal gesagt, da kommen drei Gebisse da aus zwei. Waren das nur zwei? Ja, oder? Die hat quasi ein Aliens, die haben ein Maul. Und dann kommt da nochmal eins raus und dann nochmal eins. Nein, da kommt nur eins raus. Ach, das war immer nur so eins. Wie so ein Arm, wo da ja, so noch klar, so eine... Ja, klar, aber ich dachte immer, das wären drei Gebisse. Nee, okay, das wird ja immer kleiner werden. Und, irgendwann, am Ende kommt nur so ein ganz kleines, süßes, zartes Mäulchen raus. Und zwickt dir in die Nase. Und das ist dann Aliens 5 irgendwie. Ja. Jedenfalls haben mich die Alien-Filme sehr begeistert und beeindruckt. Ja. Und kannst du dich an den zweiten Teil noch so erinnern? Da waren es ja mehrere Aliens und diese Space Marines, die hatten ja dann so Flammenwerfer und so irgendwelche Maschinengewehre mit Granatwerfer. Und ich habe das so als 13-Jähriger, ich habe das mit einem Kumpel dann auch... Ach genau, die hatten so geile Waffen. Ne? Und dann sind die immer so durch die Gänge gelaufen und dann der eine hatte dann irgendwie so einen Typen auf dem Rucksack, der keine Beine hat. Oder nee, das ist der vierte Teil. Da bist du jetzt leider beim vierten Teil. Ach so, der so scheiße war. Vergiss es. Ja, der war echt scheiße? Ja. Okay.
Wir können da gerne mal einen Aliens-Abend machen. Ich habe die Quadrology als DVD-Box. Alter Lecko. Ja. Ehrlich? Die können wir uns gerne alle hintereinander angucken. Und da wirst du auch sehen, der vierte ist scheiße. Okay. Naja, jedenfalls habe ich dieses Rumballern habe ich dann so als 13-Jährige mit meinem Kumpel im Keller von meinen Eltern auch immer so nachgespielt. Ja. Wir hatten dann nämlich so aus der Werkstatt von meinem Opa so Bohrmaschinen, ja, und so einen Staubsauger, so einen alten Staubsauger aus den 70ern, so einen Handstaubsauger für die fürs Auto, um das Auto zu saugen. Ja. Das war unser Flammenwerfer. Ja. Und wir haben uns da immer mit dem alten Sofa von meinen Eltern, was im Hobbyraum stand, so, ja, verbarrikadiert. Ja. Und einer ist dann immer so zu der Tür gelaufen, um die dann halt mit so einer Art Schweißbrenner dann zu versiegeln. Das, ja, war ja dann auch bei Aliens immer so. Ja. Und dann haben wir dann so an der Tür gerüttelt, dass da die Aliens kommen, und dann haben wir uns dann verbarrikadiert hinter den Sofas und haben dann mit Staubsauger und Bohrmaschine, und wenn dann so Kinder das Geräusch auch nachmachen, wie klingt das dann, wenn man irgendwie ein Maschinengewehr nachmacht? Genau. Zum Beispiel. Das eigentlich ziemlich geil. Warte, Moment, mal. Das ist aber jetzt deine Metal. Das ist ja, das klingt jetzt, stimmt, so wie Metal. Nee, okay. Maschinengewehr kann ich mal. Ja. Ja, du hättest da gerne geil mitspielen können. Manche haben das auch so gemacht, zum Beispiel. Ne? Nee, ich immer das so klingt nicht so gut, ne? Und ich habe immer. Hast du auch immer Querschläger gemacht? Nee. Habe ich nicht gemacht. Nicht? Okay. Ich habe das eher so gemacht. Also dieses Geräusch habe ich gemacht. Okay. Das klingt aber eher so nach Zweiten Weltkrieg, finde ich. Also und nicht nach Aliens. Es sollte jetzt nicht historisch korrekt eingeordnet werden, das Geräusch. Ja. Wir wollten dann einfach Aliens abballern. Ja. Und da war natürlich auch Säure, und wir mussten uns vor der Säure schützen. Ja. Und also wir haben dann natürlich dann auch immer gewonnen und mussten aber dann wieder das Tor versiegeln, um den nächsten Angriff. Und eure Eltern dachten dann wahrscheinlich so, ey, was sind das für crazy Kids, ey, die sich da irgendwie, oder? Ja, die spielen im Keller und randalieren und mein Gott, Hauptsache, sie tun sich nicht weh. Ja, aber finde ich cool, so Sachen nachspielen und so. Fällt mir noch ganz kurz ein, wir haben auch immer so Sachen gespielt als, ja, Kinder, mhm, und wir hatten ein Spiel, das war ziemlich geil, das haben wir immer auf so Familienfeiern gespielt. Wir hatten so eine Treppe, die war ziemlich lang und die ging so, ja, so nach oben und war so schmal an beiden Seitenwänden, ja, und dann haben wir immer das Spiel Pickel gespielt. Pickel? Ja, und wir, so, also die ganzen Kleinkinder waren alle Pickels. Und, Mixed Pickles. Ja, nee, es war halt so. Wir, ja, waren die Pickel, und dann mussten wir immer die Treppe hoch, und oben standen mein großer Bruder und immer die großen Jungs, so mein Bruder und dann noch so zwei ältere. Und die standen immer oben mit so Besenstöcken und Reitgärten. Ach, und wir mussten bist hoch. Bist du sicher, dass du die Geschichte erzählen willst? Ja, das war so krass. Ey. Und dann mussten wir waren die Pickles, und wir waren so, was weiß ich, so 10 Kinder oder so. Mhm. Und oben standen sie, die drei Großen, und haben dann immer so mega auf uns drauf gedrescht. Und wir hatten so, haben dann immer so neue Werkzeuge geholt, womit wir hochkommen. Das schaffen. Und irgendwann hatten wir so Matratzen so aus dem Bett geholt, damit wir mit den Matratzen so, weißt du, so hoch die hochdrängen. Yeah. Und dann haben die auf diese Matratze mit so Reitgärten drauf und haben uns dann wieder so drauf geschmissen und so runtergedrängt, die Treppe. Das war so krass. Es war wie so eine Eroberung von so einer Burg. Ja. Die so mega krass. Jetzt schließt sich der Kreis, ja, genau, zum History-Thema. Deshalb stimmt eigentlich, jetzt schließt sich der Kreis. Und es war eigentlich echt geil, als würden wir so einen Burgfried erobern. Aber sowas dürfte heute kein Kind mehr spielen. Viel zu brutal. Viel zu hart, viel zu viel CO2, das da bei produziert wird. Ja, klar. Wobei denn? Ja, die ganzen Kinder, die schreien und das produziert. Und versuchen, die Treppe hochzukommen. Viel zu viel CO2. Ja. Und vor allen Dingen, lieber lesen. Aus ethischen Gründen absolut kein Krieg spielen. Ja, der käme sofort das Jugendamt. Ja. Reitgärten auf Kinder dreschen. Was geht da ab? War damals noch möglich. Ja. Wieso hattet ihr Reitgärten zu Hause? Meine Schwester hat geritten. Ah. Ja. Und da hatte die ein ganzes Sortiment. Pferd. Ihr hattet ein Pferd? Ich hatte sogar Trensen. Was ist das nochmal? Weiß nicht, was eine Trense, nee, ist. Nee. Echt nicht? Klingt wie so eine fiese Fliege. Eine Trense. Ist das Zaumzeug? Eine Trense ist so ein, wenn du Pferde lenken willst, dann kriegen die so ein Maulteil. Ah, und dann hakst du das da rein und da hängen dann die Zügel dran. Ah,
Zügel kennst du, ne? Also eine Trenz ist quasi so aus Metall, wo so zwei Ösen sind an den Mundwinkeln, sag ich mal. Ja. Und das Pferd beißt da drauf. Ja, genau. Und damit wird das, ja, soll man aber auch nicht zu intensiv benutzen, weil das ist ja, du meinst, das tut dem Tier weh. Das ist bei Dressurreiten so. Also ich dachte, du meinst, rede ich jetzt von dir selber irgendwie. Nee, ich habe das noch nie benutzt. Ja, keine Ahnung, so fetischmäßig. Gibt ja auch so Leute, die das... Gibt es auf jeden Fall. So fetischmäßig. Pferdemasken und Zaumzeug und für mich spazieren und so im Latex-Dress. Ja. Aber ich rede jetzt davon, dass im Dressurreiten, wenn man die Zügel so sehr eng nimmt, dann wird das, wird der Pferdehals in eine sehr unnatürliche Position gezwungen und das Pferd guckt die ganze Zeit so vor sich auf den Boden. Ja. Und das ist... nicht artgerecht und finde ich, soll nicht mehr gemacht werden. Kann sein, Noch ein ganz kurz, ich finde es ganz interessant, dass du, als ich Trense gesagt hast, als ich Trense gesagt habe, meintest du, es hört sich an wie eine Fliege. Ja. Finde ich witzig, weil ich hatte schon mal das Gespräch irgendwann und dann meinte einer, Trense wäre sowas wie eine Transe. Also es gibt total viele Leute, die dieses Wort nicht kennen und das immer irgendwo einordnen. Das deuten. Ja. Ich bin jetzt irgendwie auf... Aber du warst direkt bei einer Fliege, fand ich interessant. Pferdebremse. Ja. Ich habe, weißt du, was ich richtig ekelhaft finde? Was? Also es gibt ja diese, ich habe letztens auch mal einen aufgehangen, so ein, diese Fliegenfänger, diese klebrigen Dinger, die man so an die Decke hängt. Ja. Also ich finde, ich habe eigentlich eine Fliege umzubringen oder zu erschlagen, die nerven ja auch und die stören ja auch in der Wohnung wirklich. Ja. Und habe ich kein Problem mit, aber so zu sehen, wie eine Fliege da festklebt und dann zappelt, finde ich ganz schrecklich. Ja. Nee, und was ich daran auch noch schrecklich finde, dass da so viele zappeln. Das ist ja so ein Massengrab. Ja. Da hängen ja, also ich habe so ein Ding auch neulich mal gesehen, da war ich aber auf dem Bauernhof und da hängen wirklich 100 Fliegen dran an so einem Ding. Ekelhaft. Ja, und das ist wie so ein Massengrab, wo die alle so hängen bleiben und dann so zappeln. Ja. Das ist irgendwie so Matrix-mäßig. Also ohne Witz, ich habe das mal gesehen. Das ist schon, ich kann das verstehen. Da hat man, das ist schon irgendwie fies. Da ist eine Fliege drauf gelandet und ist jetzt, war jetzt nicht kürzlich, sondern schon ein bisschen länger her. Ja. Ist eine Fliege drauf gelandet und ich habe das gesehen, wie die wieder weggeflogen ist, langsam. Hat sich davon gelöst und hat so einen langen, klebrigen Faden mitgezogen. Ja. Also die hat es geschafft, da nochmal abzuhauen. Ja, und die ist dann da rumgeflogen und hatte so einen meterlangen, klebrigen Faden hinter sich her. Krass. Ja. Weißt du, also das war so eine richtige Hulk-Fliege. Die hatte einfach so viel Power, ne? Die hat es geschafft. Oh. Aber die verfolgt mich noch in meinen Träumen. Das ist krass. Ja. Übrigens, Trense, ganz kurz nur. Ja. Ich hatte damals, meine Schwester hatte sich damals ein Pferd gewünscht von meinen Eltern. Ja. Und dann und hat die bekommen. Und pass auf, natürlich. Hat die, ja, es war dann ein ganz besonderes Geschenk. Und sehr bescheiden. Die hat ein Pferd bekommen. Ja. Okay. Und das war aber so ein verschimmelter Gaul. Also. Insofern ist auch egal. Es war ja nichts. Okay. Ich glaube, der hat 150 Euro gekostet. Okay. Irgendwie so. Und er wohnte dann irgendwie auf dem Speicher wohnte der. Es war dann, so ein halber Esel. In, war eine angemalte Kuh. War auch eine der hässlichsten Pferde, die ich je gesehen habe. So graues, verzottetes Fell und so. Ja. Und wir haben damals so geil, so Märklin-Eisenbahn, ferngesteuerte Autos, keine Ahnung, den ganzen Scheiß. Ja. Und dann Weihnachtsbaum gefunden, war mega happy beim Auspacken und so. Und meine Schwester hat halt nur eine Trense bekommen. Ach so. Ja, aber die wusste direkt, geil, ich habe ein Pferd bekommen. Ja. Weil das war so die Ansage. Was soll ich sonst damit machen? Ja, ne? Das war so total klar. Und dann war die so glücklich und hat so geheult vor Glück. Oh. Und ist dann immer so durchs Wohnzimmer geritten mit der Trense. Und, das ist süß. Und ich bin wenn dann, Kinder ich, sich freuen, ist toll. Total. Und ich bin so, wir waren noch kleiner, also mein Bruder und ich, wir sind zu meiner Mutter gegangen und meinte so, boah, guck mal, meine Schwester, ey, das ist so schrecklich. Die haben so geile Sachen bekommen. Ach so. Und die hat nur so einen Scheiß, so einen Gurt bekommen und heult deshalb, weil die so eine Scheiße bekommen hat. Und hat jetzt ein imaginäres Spielzeug, mit dem sie spielen muss. Genau, und jetzt muss sie sich vorstellen, als würde die, weil sie so traurig ist und so und dass die jetzt so traumatisiert, wir dachten halt, das wäre so, ne? Ja. Dabei hat die halt vor Glück gewarnt. Aber süß. Ja. Eine schöne Geschichte. Ja. Finde ich schön, dass wir... War das eine schöne Geschichte? Ja. Ne? Auch mal was Schönes erzählen. Ich möchte mal... Nicht immer nur irgendein Trash und irgendwie so, oder... Nee, Trash nicht, aber... Ich freue mich darauf, ich würde mit dir gerne mal so, wenn es soweit ist, ein Weihnachtsspecial machen.
Ja. Vielleicht mit so ein bisschen Weihnachtsmusik, Kerzen. Wir erzählen uns Weihnachtsgeschichten. Wir backen uns gegenseitig Kekse. Ja, geil. Gerne, ich bringe Printen mit. Ja. Magst du Printen? Auf jeden Fall. Ja. Sehr lecker. Und Zimtsterne bringe ich mit und dann. Und lassen im Hintergrund Weihnachtsmusik laufen. Ja, und ja. Wir unterhalten uns eigentlich nur so, wir essen so ein bisschen Gebäck und trinken, was trinkt man am Weihnachten? Manche trinken Glühwein. Eierpunsch. Glühwein. Ne? Mag ich nicht. Glühwein. Ja, ich würde, was trinke ich denn? Glühwein. Nee. Was habe ich denn als Kind so um die Weihnachtszeit getrunken? Wasser. Keine Ahnung. Wasser und Brot. Ja. Das war mein Weihnachtsfest. Nee, ich muss da noch mal überlegen, was ich da, vielleicht hier so Apfelpunsch. Ja. Ne? So warmer Apfelsaft. Ja. Oder warme Milch mit Honig. Das ist es. Ja, oder nicht schlecht. Oder nicht schlecht, Tee ja. mit Zitrone und Klosterfrau Melissengeist. Okay. So als Kind. Klosterfrau Melissengeist? Ja. Das schmiert man sich auf die Muskeln. Ja, kann man aber auch im Tee. Was? Ja, klar. Das oh. Guckt mal drauf auf die echt? Verpackung. Für innerliche und äußerliche Beschwerden. Ehrlich? Ja. Das ist ja quasi schmeckt ein, doch ein hochprozentiger Kräuternaps. Ja. Da kannst du super einschlafen danach. Ehrlich? Und wenn da, früher durften das auch mal die Kinder trinken. Da wurde halt so mal so ein Schuss in so einen Tee gemacht, dann, ja. dann Honig und Zitrone und dann ging es ins Bett. Mhm. Schön und Schnuller in Cognac, damit die Fresse halten. Das ist so ein Hausmittelchen, noch aus deiner ja, ja. Kindheit. Aber ich kann es ne? verstehen, ich kann es verstehen. Na, jetzt, wenn man selber ein Kind hat, dann kann man sowas nachvollziehen. Dass man auch mal mit Alkohol ein bisschen für Ruhe ja. sorgt. Ah, auf toll. Jeden Fall, Hauptsache Ruhe. Ja. Ah, herrlich. Und was hältst du von so einem Weihnachtsspecial? Jetzt ist es noch August. Nicht schlecht. Ein bisschen ja, lass uns da was überlegen. Wir überlegen uns was Schönes. Ja, ach, und dann so mit Geschenke auspacken und so, ne? Vielleicht mal. Sollen wir Horrorwichteln? Was ist Horrorwichteln? Horrorwichteln, so Horrorgeschenke sich gegenseitig schenken. Schrottwichteln? Nee, das ist Schrottwichteln. Was ist denn dann Horror? Horrorwichteln, die sich gegenseitig Horrorgeschenke schenken. Also so Sachen, einen abgeschnittenen Finger oder was? Ja, keine Ahnung. Horrorgeschenke, die total schräg und furchtbar sind. Okay. Wäre das cool? Nee, möchte ich eigentlich nicht ja, so du bist gerne. Ja, so, du bist ja so sensibel. Okay, dann lassen wir das. Du hast doch letztens ja. auch was von Horror erwähnt, eine Film oder Serie. Stimmt, habe ich noch nicht recherchiert, war bin das, ich noch nicht zugekommen. War das nicht hier dieses Haunted, Spook House of Haunted Hill? Ja, das so? Ist ja schon total lange her, ja, wir haben ja eine Spukserie gemacht. Ja, aber das war nicht das, was du meintest. Nein, das war was ganz anderes. Ach, schade, das war ein Film mit einem guten Horrorende, ne? Ja. Wo das wollte ich demnächst mal erzählen, aber fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ach ja, ist egal. Habe ich eigentlich noch ein Thema? Ach, ich wollte eine Sache erzählen. Ich war doch neulich Fahrradfahren, ne? Warst du? Habe ich dir erzählt. Ich war so. In Limburg das? Genau, so Rennradfahren. Und ja, dann das wollte, hast du doch beim letzten Mal genau, erzählt. Genau, habe ich alles schon erzählt. Ich wollte dir nur noch erzählen. Ich bin in einen Klamottenladen gegangen und wollte mal. Im Vorfeld? Ja, ich habe noch nie so eine Radlerhose gehabt, ne? Hätte ich dir eine leihen können. Echt? Hast du sowas? Ja. Oh, ey, ich fand das gepolstert. Immer so, ich finde das so peinlich. Mit gepolstertem Popo. Genau. Das ist, wieso ist das peinlich? Ich dachte immer, das ist so peinlich, diese Radfahrhosen mit diesem engen Leggings-Scheiß. Wer trägt denn sowas? Ja, du kannst ja dann noch irgendwie halt so eine lockere Hose drüber ziehen. Du musst die ja nicht, das ja, ist ja eine Unterhose quasi. Weiß ich nicht. Aber besser so eine enge Radlerhose als Schmerzen auf dem Damm. Das ist ja eine sehr empfindliche ah, Stelle. Okay. Ja. Ja, wie, ja, ja, okay. Interessant, ja, klar. Ja, das ist eine ja, empfindliche ja Stelle. Es ist ja wahr. Micha, du hast ja recht. Der Damm ist eine empfindliche ist, Stelle. Ja. ja, und wenn er bricht, dann ist Dammbruch, ne? Ja, genau. Ja, genau. Meinst du jetzt den Damm oder den Darm? Das ist natürlich, ich meine natürlich den Damm. Okay, der die, Damm. Die Stelle zwischen Anus ja. und Hodensack. Okay, Stefan, das interessant. Ist doch, das ja. ist doch... Da muss man jetzt nicht kichern, als wäre man irgendwie 12. Nein, tue ich auch überhaupt nicht. Ich find's nur geil, wie du dich so auskennst und so. Ja. Okay, ja. Damm. Ist gut. Auch übrigens eine erogene also, Zone. Ah, cool, gut zu wissen. Schreibst du das gerade auf? Ja, ich muss mir das merken. Nicht, dass ich es vergesse. Okay. Was ich nur erzählen wollte, ist, ja? Um das nochmal ganz kurz zu sagen, ich bin dann in so einen Laden und wollte mir so eine Radlerhose dann endlich mal doch holen, weil ja. ich dachte, ich muss was für meinen Damm tun. Nein, ja. dachte ich natürlich nicht, das weiß ich erst jetzt, dass es sowas ja. überhaupt gibt. Aber, und dann habe ich mir auch tatsächlich auch eine geholt, ne, irgendwie. Aber der Typ wollte mir ja erstmal so ein ja, so mit so einem mit so Hosenträger, so einen Trägeranzug oh, anziehen. Das ist ja schon andrehen. So ein Full.
Ja, und dann, ich sag mal, wenn du die ganze Zeit diese Ratlosen eh scheiße fandest und dann direkt mit so einem, ich sag mal, ich nenn's mal Borat. Ja. Kennst du Borat? Diesen Borat-Tanga. Ich weiß, was du so, damit wo meinst. Wo der so einen Badeanzug anhat, so irgendwie so ein Slip mit Hosenträgern. Und ich kenne auch diese kam Klamotten. Ich mir vor. Diese Bike-Klamotten kenne ich. Genau, und ich weiß nicht, ich finde das immer so übertrieben. Muss man denn dann gleich aussehen, als würde man irgendwie Tour de France fahren. Ja. Und dann steht dann da auch Tour de France fahren in einem hautengen Bikini mit Hosenträgern. Und dann hast Männer. Du auch noch so ein spezielles Fahrradtrikot, dann gern noch mit einem Teamnamen von irgendwie Festina oder was es da auch immer gibt. Und der Sinn der Sache ist ja, dass du irgendwann so verschwitzt bist und so, dass dir so heiß ist, dass du dann das T-Shirt ausziehst und dann fährst du wirklich nur noch in diesem Tanga, in diesem geilen Bikini-Tanga-Top. Muss nicht sein, finde ich auch nicht so und toll. Und da dachte ich so, vor allen Dingen das Problem ist ja, auf dem Bike siehst du ja noch geil aus, aber wenn du dann absteigst und dich an die Bar stellst, dann wird's schwierig, oder? Du kommst dann da rein mit... Dann wird's schwierig. Du hast dann natürlich auch so Klickpedale. Ja. Ne? So ja, genau. Spezielle Schuhe, die angehakt sind. Ja, ja. Und wenn du irgendwo reingehst, lässt du die auch an und dann klack, klack, klack. Und jeder kriegt mit, oh, Profibiker. Ja. Nicht schlecht. Klack, klack. Windschnittiger Helm. Hosenträger. Ja, und genau so ein Honky-Tonk ist mein Nachbar, der mich jeden Morgen mit seinen verkackten Klick-Klick-Klick-Bikerschuhen weckt, weil er die Treppe runterlascht. Und so ein Gurt, wo ja, so kleine Flaschen ja dran sind, Stefan. Ja, weil der muss ja so mega professionell mit solchen Klick-Einhackschuhen zur Arbeit fahren. Oh Mann, wie übertrieben muss man. Du hast dann auch wahrscheinlich noch so einen rennt Gürtel. Er da auch auf der Arbeit mit solchen Klickschuhen. Kennst du so einen Gürtel, den man sich dann noch umschnallt mit so kleinen Accessoires. Das sind so Astronautenfutter oder so. Und Elektrolyte-Paste, ja, die man dann noch. Ne? Also Biker-Applikationen. Ja. Ne? Völlig übertrieben. Mann, ey. Naja. Okay, ich komme schon wieder in den so einen Aufreg-Modus. Ich reg mich schon wieder auf über alles. Das kann nicht so weitergehen, Micha. Stopp. Eine kleine Sache wollte ich ja noch erwähnen. Ja, bitte. Ich wollte nochmal ganz kurz auf Peng zurückkommen. Ja. Die nochmal. Doch, wir müssen nochmal ganz kurz Peng. Ich wollte wirklich nochmal eine Sache sagen. Ja, bitte. Peng, diese Künstlergruppe, die haben eine geile Aktion gebracht. Die sind auf eine Shell-Konferenz gegangen, so ein Jugendwettbewerb, haben sich dahingestellt und haben gesagt, wir haben eine geile Maschine erfunden. Wir haben eine Maschine erfunden, die saubere Luft produzieren kann. Perpetuum mobile haben die erfunden. Und dann haben die sich auch in diese Shell... Ach, da war es ein Baum oder wie? Nee, und dann haben die dieses Teil aufgemacht und dann kam da so eine riesen Ölfontäne raus. Das hat sich so angehört. Hier kann man den Stecker ziehen, in der Arktis nicht. Ja. Und gesagt, Leute, und da haben die sich total besudelt mit Öl und haben diesen ganzen Shell-Leuten gezeigt, ja Leute, hört auf mit dieser Ölbohrerei. Bilder, die um die Welt gingen. Und danach geil, sind die oder? Mit ihrem SUV von der Veranstaltung weggefahren. Nein, natürlich nicht. Und die zweite Aktion, die letzte Aktion, die die auch noch gebracht haben, fand ich sehr geil. Die haben gesagt, die haben Deutschland die Aktion gemacht, Deutschland geht klauen und haben alle aufgerufen, Leute, geht in Supermärkte, klaut die Produkte, klaut die und spendet das Geld, was ihr gespart habt, den Leuten, die diese Produkte herstellen und die dafür einen Hungerlohn kriegen. Ah, okay. Sprich, irgendwelche genähten T-Shirts oder irgendwelche Seifen oder was auch immer. Mhm. Und auch das fand ich eine extrem geile Aktion von denen, wo man irgendwie, ja, was für Furore gesorgt hat, wo viel darüber geredet wurde. Micha, was denkst du da? Hättest du sowas gemacht? Tolle Leute. Ja? Ich bin richtig beeindruckt von denen. Okay. Aber die müssen sich auch Kritik gefallen lassen. Also ich finde jetzt nicht durchweg alle Aktionen von denen gut. Ja, doch, finde ich. Ja, stimmt. Manche sind zweifelhaft, das hast du recht. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Okay, Micha. Damit wollte ich dich... Schön, dass wir es thematisiert haben. Ja, und ich hoffe, mit einigen Bildern im Kopf kann ich dich so jetzt auch nach Hause schicken. Das kannst du gerne. Dass du vielleicht machen, auch nochmal drüber nachdenkst, was ich dir heute alles erzählt habe. Ja, und auch, dass du drüber nachdenkst, was ich dir erzählt habe. Weißt du, welches Bild mir am meisten im Kopf hängen geblieben ist? Ja, dass wir an der Schießscharte stehen und unsere Burg verteidigen. Nein, weißt du, welches Bild schade. Leider, welches Bild ich ganz krass jetzt im Kopf hänge, ist diese Fliegenfalle mit dem Honig. Die kriege ich irgendwie nicht mehr raus. Die würde ich jetzt auch in deinen Träumen verfolgen. Ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber Micha, es war mal wieder wundervoll. Okay.
Jo. Aber ich darf nicht zu viel loben. Nicht zu viel loben. Du weißt, okay, ich vertrag das nicht. Ne? Ich fange mal langsam an, hier okay, und so rauszugehen, okay? Ja, ciao. Tschüss, ciao, Stefan. Micha. Mach's gut. Komm gut nach Hause. Du auch. Ciao. Eigentlich durfte ich das sagen, weil wir fahren ja zusammen nach Hause. Ich bring dich gut nach Hause. Du bringst mich das gut nach Hause. Das schaffe ich schon. Micha, ciao. Tschüss. Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter.